Willkommen am Freitag, den 22.05.2020 um 20 Uhr. So, wir spielen. Ich wollte gerade sagen Elder Scrolls, aber das stimmt ja nicht ganz, ne? Ah. Laden. Ein Hoch auf Ladezone und so. So, ach, die sind auch alle da, sehr schön. Die Hintergrundmusik, die ihr am Anfang des Streams gehört habt und auch jetzt im Moment hört, ist von mir selbst. So. Magman ist noch nicht da. Hallo? Hört mich wer? Hi. So. Hallo? Hallo? Es fehlt noch jemand. So. Grau und dich wollen wir gleich mal in den Rang eines Ritters erheben. Okay. Du kriegst zwar nicht mehr Rechte, aber du wirst grün. Ich werd grün, aha. Darf jetzt sagen. So, viel Spaß mit den neuen Privilegien. Müsste eigentlich alles gleich funktionieren. So, eigentlich. Du kannst noch reden, ne? Ich denke. Gut, passt. Eigentlich wollte ich Guild Wars 2 Soundtrack einspielen, aber ich konnte so schnell keins finden, weil plötzlich der Chat von Restream ein Einloggen verlangte. Dazu dann noch ein Capture, dieses mit diesem Bildchen, was ja ganz lästig ist. Und wenn das nicht reicht, 2-Faktor-Authentifizierung noch dazu. Man kann es auch übertreiben mit Sicherheit. Sicherer als Online-Banking, ne? Aber echt. Ich habe mir, während wir auch noch auf Magaman warten, ich habe mir wahrscheinlich eine Kamera ausgesucht. Noch bevor ich Urlaub hatte. Hast du mir davon schon erzählt, oder? Habe ich dir schon erzählt davon? Naja, aber ich habe dir nicht erzählt, dass ich schon relativ nahe an einer Kamera bin. Ach so. Weil ich faktisch keine Ahnung von den Sachen habe. Da muss ich mich echt noch reinsteigern. Aber ich glaube, ich habe eine relativ gute Einstiegskamera gefunden. So, zum Thema Borderlands 2. Ich habe die fürs X runtergestellt, nämlich auf niedrig, und ich konnte eine halbe Stunde problemlos spielen. Und das war ja auch nur in der einen Session so, ne? Also in der Session davor konnten wir problemlos in 2-3 Stunden durchzocken, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das an den Fürs-X-Effekten liegt. Das müssen wir beim nächsten Mal wieder nochmal ausprobieren. Weil mein Charakter ja plötzlich dieses Britzel-Effekte macht beim kritischen Death. Ach so. Und ich glaube, diese britzelnden Blitzeffekte beim Death machen meine Grafikkarte so ein bisschen kaputt. Und deswegen gibt es diese Abstürze und deswegen. Hier wachsen plötzlich Ranken aus dem Boden. Ist das gesund? Das ist Bio. Bio. Alles meins. Oh, ich verklemme jedes Mal den Nerv, ey, mittlerweile. So, ich glaube, ich setze jetzt nur noch gerade. Ach ja. Geschichte.
Och nö! Na toll. Ich muss den ganzen Weg weit laufen. Toll, super. Ich bin begeistert. Ja, bitte warten, es wird geladen. Es wartet noch. Wir warten noch auf einen. Achso, wollt ihr Geschichte als erstes machen? Oh, ja, wahrscheinlich. Keine Sorge, ich beginne gleich offscreen zu laufen. Hallo. Hallo, salut. Willkommen zu Guild Wars. Max sagt, Mark hat schon wieder original gesagt, er ist da und er ist der Letzte. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Wir fangen jetzt einfach ohne ihn an. So, wir machen jetzt weiter. Habe ich die Festplatte nicht richtig eingestellt? Warte mal eben. Ja, habe ich eingestellt. Nicht, dass ich plötzlich Guild Wars in 60 FPS aufnehme oder solche Späße. Alter. Rechts vor links, Junge. Rechts vor links. Neues Event. Natürlich Event, ja. Ist ja klar. Ich bin ja direkt daneben. Ich laufe jetzt einfach dran vorbei. Nimm mir hoffentlich keine übel. So, wo war das? Das war hier irgendwie rechts runter, ne? Ja. So, wir machen Geschichte. Time mir helfen, ein Gerät zu bauen, das die Wegmarken neu konfiguriert. Weil wir haben die Wegmarken deinstalliert. Der braucht auch schon den E-Mom. Wie bitte? Gesagt, wer braucht die auch schon, wenn eh immer umkämpft? Das stimmt allerdings. Das erinnert mich so ein bisschen an die eine Stargate-Folge, wo der eine Typ doch dachte, er hätte dir das Stargate-Netzwerk kaputt geupdatet. Ach ja, der ja, mit seinem Virus, ja. War das Kums oder? Nee, Kums ist der hier. Mit Halbwertszünden. Ach nee, das war der andere. Fälscher. Ja, genau. Fälscher, ja. Fälscher? Leute, ist es zu fassen? Er hat Kums dabei. Oh, die Szene, wo sie sich absichtlich gefangen nehmen lassen. Und O'Neill total böse eigentlich auf den ist. Oh, das ist echt. Oh, die zwei waren echt der Hammer. Okay. Ab hier für euch offscreen. So, dann speichere ich mir wenigstens das Rumlaufen. Halleluja. Oh. Können wir gleich einen Thumbnail machen hierfür. So, wie nennen wir denn die Folge? Also morgen werde ich den ganzen Tag wohl uploaden. Ich habe nämlich immer noch 22 Folgen Guild Wars auf der Platte. So langsam sollen die auf YouTube, weil bei mir auf YouTube die Folgen leer laufen. So, das Wegmarkenrätsel. Dann nennen wir die Folge halt so.
So, spielen wir. Ich seh nicht was, was du nicht siehst, oder? Ich sehe nicht was, was du nicht siehst. Auch toll. Also sind wir alle blind. Ja. So, ja. Möchte jemand eine Frage stellen? Fragen stellen oder so? Wir warten jetzt noch auf einen Mitspieler, also das könnte jetzt. Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe eine Frage. Ja, dann. Hat er was geschrieben? Was hast du geschrieben? Nein, ich habe eine Frage. Hat er was geschrieben? Er hat noch gar nichts geschrieben. Was er geschrieben hat, das lese ich jetzt mal vor. Bin heute wieder ab 20 Uhr da. Und ich ist auch geplant. Mit anderen Worten, ich habe seine Aussage sogar bestätigt, dass ich es verstanden habe. Ja. Ich habe schon geguckt. Ist kein Stromausfall gerade. Keine Idioten, die auf Strom messen. Klettern und so. Und sich grillen lassen. Ja. Ja, also müsste er eigentlich. Also so unvorhergesehene Konsequenzen. Also ich denke mal, Murphy hat bei ihm zugeschlagen. Blitzeinschlag oder. Sein Rechner ist umgefallen oder ist mit Soda Stream drüber gekippt. Okay, ich sehe Grauen da hinten schon rumrennen. Ja, ich brauchte noch eben die Sehenswürdigkeit. Okay. Ist es in Ordnung, dass ich Grauen nenne, oder wirst du irgendwie anders genannt werden? Ach, mir ist das ganz egal. Kannst mich Grauen nennen, kannst mich Christian nennen, wie du willst. Okay. So Leute, zückt alle eure Smartphones, das könnte ein bisschen dauern hier. Schreibst du den an, Mario, oder soll ich den anschreiben? Ich habe ihn erst einmal angeschrieben. So, erstmal sein Handy zu spammen. Ja, also er hat meine Nachricht auf jeden Fall bekommen, aber noch nicht gelesen. War jetzt erstmal ein Event. Ja, aber nicht in der Nähe. Das wäre ja wieder eigentlich Sinn des Spiels, dass es immer in der Nähe ist. Oh, Kommentar. Alter, sowas von Herz wieder. Bei einem so tollen Titel möchte man sich das Video erst recht anschauen. Guild Wars 2 Let's Play Blind Deutsch Part 381. Wir machen nichts Tolles. Oh, schön. Ich weiß noch nicht mehr, was wir da gemacht haben. Da gibt's nichts zu sehen. Geht weiter. Wie bitte? Ihr habt beide gleichzeitig gesprochen. Ich kann nur einen zuhören. Ich habe nur gesagt, hier gibt's nichts zu sehen. Geht weiter. Steht tatsächlich fast nur in der Videobeschreibung. In dieser Episode. Oh, Eposide habe ich geschrieben. Ach du Scheiße, wie sagt das keiner? Eposide. Neues chemisches Element entdeckt. In dieser Episode passiert nichts. Außer den Weg zum Ziel. Ja, und ich glaube, das war es ja auch dann damit. Scheiße, ich habe versehentlich den Timer nicht gestoppt.
Also 2 Minuten 31 habe ich aufgenommen, brauche ich auch den Timer nicht. La 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 la. Kann man ja auch einmal Nachrichten gucken. Genau. Will jemand wissen, wie das Wetter am Wochenende wird? Ich irgendwie schon. Hey Google, wie wird das Wetter morgen? Ah, 11 und 15 Grad. Teilweise bewölkt. Ja. Wisst ihr was? Wenn morgen noch ein bisschen braucht, dann kann ich mich erstmal bei Elders kurz online kurz einloggen, um die Tagesbelohnung dort abzuholen. Ich weiß allerdings nicht, was das gerade gleich mit der Internetverbindung macht, wenn ich plötzlich 3, 4 Internet-Dinger offen habe. Ja, okay, man kann es da nicht sehen. Böp, 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 böp. Alter, habe ich hier zu viele Schwierigkeiten hier gerade. Also wenn wir Frame Drops haben, dann liegt das daran, dass ich hier. Ihr seht es ja. Hallo Alex. Hallo Blume. Hallo alle. Da haben wir 1, 2, 3 Zuschauer. Ja, da reicht das. Da sind's alle. Ja, Magman hat es aber auch noch nicht gelesen. Zumindest meine nicht. Kauf dir einen neuen Rechner, hat mir jemand mal gesagt. Unter einem ESO-Video, kauf dir neuen Rechner. Das macht ja auch Sinn. Ja, Edelstein-Shop, Gratis-Sachen. Ja, da sagst du was. Gut, gleich mal einmal Zock. So, ich schieb das, damit ihr es auch sehen könnt. Das ist eine gute Idee. Wird auf jeden Fall was angezeigt. Also, dann gucken wir doch mal. Ein Ticket für Miniaturen, das nehme ich doch gerne an. Das ist ja ein kostenloses Miniatur, ne? So, das war ein gratis. Heldenverstärker nehme ich auch mit. Warum nicht? So, das Spiel wird leicht instabil, weil plötzlich ein anderes MMO hinterherläuft. Zu dem ich auch gleich wieder hinwechsle. Nachdem ich hier mir die Goodies eingesammelt habe. Aber ich glaube, das war's dann auch.
Der Shop ist echt ruckelig. Ein Ticket für Miniatur, wo war denn das? Müsste ich doch eigentlich gerade eingesammelt haben, oder habe ich den hier unten irgendwo drin? Ja, den habe ich gerade eingesammelt. Was hier für eine 50.000er Leitung? Das reicht eigentlich locker für beides. Deswegen habe ich das andere ja auch gerade eben laufen, wie ihr hier oben links gerade so schön seht. Gut, um den. Aber die sind da unten im Inventar. Irgendwo sind sie, ne? Ich meine auch. Neben dieser Münze, wo da die 2 dran steht. Ah, da. Ne, ein tiefer. Ja, ich habe sie gefunden. Achso, ja, du bist ja von der. Stimmt. Vergisst man immer. Ja, Alex, danke. Ich weiß schon, dass das Ticket im Inventar ist. Ich habe schon drauf geklickt. Ah, interessant, dann kann ich mir jetzt gezielt. Ja, stimmt, das war's. Das andere war ein Überraschungsei und das andere war gezielt kaufen. Oder einlösen. Oh, wo warten wir, ne? Bestimmt kann ich mir jetzt schon Add-in holen. Was ich mir natürlich nicht holen werde, weil. Ah ne, kann ich mir sowieso nicht mehr. Okay. Gut, das war's mit dem gratis Programm. So, was habe ich denn für eine Latenz bei. Ups, bei. Achso, bei ESO. Gerade eben war die Steuerung ganz anders bei ESO. Ganz, ganz merkwürdig. Oh, Latenz 64, FPS 30. Wie gehabt eigentlich? Kauft ihr neuen Rechner. Mario, ich komme immer noch nicht auf die Aussage klar. Was für eine Aussage? Die Statue hat Fußpilz. Dass ich mir einen neuen Rechner kaufen soll, weil die Elder Scrolls Online-Videos wie scheiße sind. Also Müll sind auf gut Deutsch. Also schlimm war es, hat es nicht ausgedrückt, aber Müll. Da hilft aber auch kein Rechner. Nee. Ich habe rumgefragt und andere haben auch das Problem, dass es ruckelt. Ach so. Das so ruckelt, so stockt, dann scheint das so leicht. Eigentlich liegt es mehr am Stocken gewesen. Ich dachte, wenn die Videos Müll sind, liegt es am. Liegt es was? Ihr Ding liegt an dem, der die Videos macht. Ja, danke. Deswegen sagte ich, da hilft auch kein neuer Rechner. Ja. Sehr schön. ESO ist Pay to Play. Muss es einmal kaufen, um zu spielen. Ich krieg da haufenweise Fragen. Zum Beispiel, ob Greymoor gekauft werden muss. Und ja, das muss gekauft werden. Sonst kannst du das nicht spielen. Es zählt als DLC, wenn ich mich irre. Ne, stimmt gar nicht. Zählt das Kapitel. Das heißt, du kannst das Kapitel komplett kaufen. Wann kommt das denn eigentlich raus? 26. oder so. An Dienstag. Ah, Magman ist eingeloggt. Gut, dann kann ich mich hier wieder ausloggen. Dann dauert es nämlich nicht lange, bis er hier online kommt. Eingeloggt? Er ist hat offensichtlich seinen Rechner angemacht und Discord eingestellt.
Ach so. Okay. Ah, jetzt hat er es auch gelesen, ja. Ja, wahrscheinlich. Hallo. Hallo. Ey, wie schaffst du das, zwei Folgen Guild Wars auf dem Gewissen zu haben? Und da haut das mal auf die Trommel. Ganz einfach. Wir haben dann so ein bisschen mehr oder weniger die Zeit verpennt. Einfach. Ach, wo ist das? Bist du eingeschlafen? Nein. Er verpennt im übertragenen Sinne. Ach so. Ey, wie kann man die Zeit verpennen? Das wäre so eine, Situation. Wenn man einfach nicht auf die Uhr guckt. Seit 5000 Jahren ist bei mir noch nicht ein Let's Play oder Stream unpünktlich gekommen. Oh, das war eine dicke, fette Lüge gerade. Ja, richtig so, Alex. Gute Einstellung. Nächstes Mal 30 Minuten später kommt, dann verpasst du nichts. So, wir sind vollzellig. Wir sind vollzellig. Willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars. Jetzt warten wir, bis Magman auf der Karte erscheint. Aber dann müsst ihr ihn einladen, sonst wird das nichts. Wieso sollen wir dich einladen? Oh, ich wollte gerade auf Abbrechen klicken. Wollte einmal gucken, was passiert. So. Seid ihr auch schon so weit, dass wir endlich die Instanz betreten können? Jo. Ja, ich habe die Sache überbrückt. Bitte nichts anfassen! Nachwuchs, in dem Ton spricht man nicht mit Älteren. Ich dulde das nicht. Das ist doch der aus Deponia. Ich dachte schon, ihr taucht gar nicht mehr auf. Wart ihr unterwegs noch in der Sackgasse einen heben? In der Sackgasse einen heben. Die Sackgasse ist eine Frage. Ja, ich habe ein paar schwere Gegenstände getragen. Es war sehr schwer heute. Sprecht leise, diese alte Laborratte muss das nicht hören. Mario, hältst du mal kurz die Ohren zu? Du musst das nicht hören. Wieso? Du bist doch die Laborratte. Du Ratte. Gemein. Ich habe euren Brief erhalten. Eine Labormaus, ja. Ach. Ich habe euren Brief erhalten. Was ist los? Ich habe mit Sorcha gesprochen. So wie mich Braham darum gebeten hatte, Punkt. Sie hat mich für eine Umtretung zu Ratsmitglied Pflund gebracht. Alles lief großartig, bis ich dumm war. Bis ich so dumm war, mein Gerät zu erwähnen. Der Real... Ach du Scheiße. Der Rekalibrator für Wegmarken, an dem ihr gearbeitet habt. Genau, ich habe ihn fast fertig. Deshalb hat er darauf bestanden, vorbeizukommen und zu sehen, woran ich arbeite. Ich hatte keine Wahl, ich musste ihn herbringen. Werden Sie zu Ihrer Zusammenkunft erscheinen? Er wollte sich noch nicht festlegen. Er sagte, er hätte alles davon... Er hält es... Spracheingabe erforderlich. Neustart. Er wollte sich noch nicht festlegen. Er sagte, es hängt alles davon ab, ob mein Gerät funktioniert oder nicht. Na schön, lass mich mit ihm sprechen. Pflund. Ich habe mehr vergessen, als ihr je wissen werdet. Oh, wie spricht denn er? Ich vermute, ihr seid Lyra. Was habt ihr mit all dem zu tun? Ich bin mit Taimi befreundet. Wir planen gemeinsam die Zusammenkunft. Gut. Ich bin froh, dass sie unter der Aufsicht eines Erwachsenen steht. Es ist allerdings von äußerster Wichtigkeit, dass der Rat darüber informiert wird, wenn unser Nachwuchs eine Entdeckung wie diese Höhle macht. Ihr seid hier, um ihr Gerät zu inspizieren. Sehe ich das richtig? Genau. Ich muss sicher gehen, dass sie sich nicht in Gefahr befindet. Sie behauptet, dass sie einen Weg gefunden hat, die Frequenz zu reduzieren, in der der Wegmarke reagieren. Alter, ich klinge so wie aus... Ich klinge gerade synchrontechnisch wie aus den 80ern oder 90ern. Von den Spielen her. Ja, sie arbeitet dran. Meine Güte, ich bin hier. Und ich arbeite nicht nur daran, ich bin fast fertig. Es wird die Wegmarken retten. Wie nah seid ihr dran? Nun, ich wäre schon sehr nah dran, wenn...
diese gelehrten Herren mich nicht immer wieder ablenken würden. Ratsmitglied Flund, Taimi braucht Zeit, um das Gerät fertigzustellen. Ich verspreche, dass ihr es danach sofort zu sehen bekommt. Ich werde eine Weile warten, aber ich bestehe darauf, dieses Gerät bald in Augenschein nehmen zu können. Werdet ihr an der Zusammenkunft teilnehmen? Sie ist sehr wichtig. Ich werde an der Zusammenkunft teilnehmen, aber nur, nachdem ich bestätigt habe, dass das Gerät unseren Wegmarken tatsächlich vor diesen wütenden Ranken beschützen kann. Andernfalls muss ich mich zu meinem Labor zurückbegeben. Verstanden. Kommt, Taimi, wir sollten uns an die Arbeit machen. Alles zurücktreten, außer meiner Helferin. Oh. Zurück, zurück. Mein Hirn braucht Mario, zurück. Luftholen. Ihr auch, ihr beide. Alle zurück. Los. Ist die alte Quasselstrippe außer Hörweite? Gut, dann lasst uns reden. Ja gut, ich gehe. Ich brauche eure Hilfe, um das Ding zu bauen. Ach, soll ich mit dir reden? Ich bin also doch nicht die Quasselstrippe hier. Ich werde das so erklären, dass ihr es auch versteht. Einverstanden? Das Gerät, das wir bauen, moduliert, ändert die Frequenz, auf die eine Wegmarke eingestimmt ist. Also, wie schnell oder langsam sie vibriert. Verstanden, wie funktioniert das? Gut. Theoretisch brauchen wir was zu trinken. Und es soll sich mit dem Netzwerk der Wegmarken verbinden. Die Wegmarken finden, die repariert werden muss und dann eine gegenseitige Verbindung mit den Wegmarken aufbauen. Mein Gerät soll die Wegmarke im Prinzip beruhigen. In Ordnung, ich verstehe. Was muss noch gemacht werden? Ich brauche 3 ganz bestimmte Teile. Hier liegt haufenweise Schrott der Inquestur herum. Ich hoffe, dass wir darunter die Teile finden, die mir fehlen, aber wenn mir Pflund im Nacken sitzt, dauert das ewig. Ich sammle die Teile ein und ihr arbeitet weiter, so sparen wir Zeit. Perfekt. Schrattel wird euch begleiten. Er hat jetzt einen Autonomie-Modus. Das ist eine gute Gelegenheit, diesen zu testen. Klingt gut. Wonach muss ich suchen? Wartet. Lasst mich Schrattel mit ein paar Ortungsalgorithmen füttern zur Unterstützung. Schrie, schra, schraddel, 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 schratt. Das sieht aus wie eine Handgranate. Bist du bald fertig? Na gut, Nummer 1. Ich brauche Entkeimungsflüssigkeit. Wisst ihr, das eklige Zeug, mit dem die Inquestur ihre Proben haltbar macht? Keine Bange, ich fange keine unschuldigen Lebensformen ein. Das Zeug eignet sich zufällig als flüssiges Element des Geräts. Nummer 2. Den Ätheranker eines gewöhnlichen Energiegenerators. Sicher haben die hier irgendwo einen. Es wäre kein Labor, wenn es nicht massenhaft Energiegeneratoren gäbe. Und ich brauche eine mit Leylinienmagie getränkte Gesteinsprobe. Welche abzubauen würde viel zu lang dauern. Ich habe vorhin Proben gesehen, in Holzkisten im hinteren Teil der Höhle. Ist viel leichter, einfach die zu nehmen. Schraddel ist zur Befehlseingabe bereit. Interagiert einfach nur mit seinem Eingabefeld und wählt das gewünschte Programm. Er kann interessante Dinge aufspüren, euch folgen und vor Feinden beschützen. Schraddel kann auch beschädigte Sicherheitsbehälter reparieren, falls ihr welche findet. Schraddels Befehlskonsole hat 4 Optionen. Eine davon übermittelt eine Anleitung von Taimi. Anleitung lesen. Der Folgemodus ist nichts weiter als das Folgen. Schraddel wird nichts anderes tun. Der Verteidigungsmodus deaktiviert den Folgemodus, aber Schraddel wird für euch kämpfen, euch beschützen und sogar die Gegner von euch ablenken. Ich habe auch eine praktische Erkennungsscan hinzugefügt. Wenn ihr nach etwas sucht, kann er euch den Weg anzeigen. Liegen Gegner auf der Lauer, wird er euch warnen. Verteidigungsmodus aktivieren. Der Folgemodus ist... muss aktiviert werden, damit der Verteidigungsmodus oder Erkennungsmodus funktioniert. Folgemodus aktivieren. Computer. Ausgang aktivieren. Erdbeben? Warum Erdbeben? Oh nein! Handsome Jack! Falsches Spiel. Erbohrt. Zeitdämliche Aussprache wieder zu haben. Erfrischend. Ja, sehr erfrischend.
Ja, er ist erkämpft, dauert wieder, bis ich wieder drin bin hier. Dieser Text beendet. Ich fühle mich gut. Erfrischend. Die Musik ist zu laut. Wie kann das sein? Wo ich euch schon einen Angelhaken hab, ne? Könnt ihr mir mal eben sagen, ob die Lautstärke des Spiels plus Kommentar von allen in Ordnung sind? Machen wir alle bla bla bla. Bla bla bla. Ba. Beep. Beep, 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 beep. Beep, beep, beep. Mal kurz in den Chat reinschreiben, ob das in Ordnung ist. Wo sind die Leute mit den Didgeridoo? Ein anormaler Azura-Energiegenerator auf einer Notiz in der Nähe steht. Der Generator muss unbedingt in den richtigen Abschnitten auseinandergebaut werden. Weitere Details stehen auf dem Merkblatt 2065. Anleitung zum Satz für Holzköpfe. Passt schon. Ups. Oh nein, ich habe ein Portal in die dunkle Schattenwelt eröffnet. Ich fühle mich gut. Gleich kommt noch die Sache mit Ernst. So, das war Gebootforst mit Vorsicht. Und mit ein bisschen Intuition. Was ich hab tatsächlich. Also Intuition ist ganz, ganz wichtig. Wer keine Intuition hat, sagt hinterher zu allen, was er findet und sieht und bekommt: Wie geht denn das? Und wenn man das nicht selbst herausfindet. Ja, ihr sollt leiden, genau. Das ist mein Reden. Das ist genau das, was ich anders sagen wollte. Ich habe eine Fähigkeit, durch die ich das sagen kann. Wie bitte? Ich habe eine Fähigkeit, durch die ich das sagen kann. Aha. Weißt du, was ich... Ich auch ein bisschen weißt du, was ich... praktisch, aber... Weißt du, was ich für eine Fähigkeit habe, die was sagt? Ich habe eine Fähigkeit, die sagt, Zeit echten Schaden auszuteilen. Ich dachte, das ist ein Standardspruch. Nee, das ist Schmerz für Schmerz. Diese Truhe. Feiner Dampf entweicht aus einem wegtreuen Behälter. Ihr holt das Rümpeln von etwas, das von Dumpf angezogen wird, ja. Sowas nennt man noch Weltboss. Ich fühle mich gut. Das nennt mich so ein bisschen an einen Film auf Netflix. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber da sind ganz komische Sachen am Laufen und diese Tiere mit Pflanzen verbunden, hast du nicht gesehen. Meinst du der Nebel? Nee, das mit hier, weißt du noch, Natalie Portman. Genau. Ich kenne ich doch nicht. Das ist die Schauspielerin, die halt bei Thor mitgespielt hat. Die Wissenschaftlerin. Ich blute! Diese Truhe ist etwas verschlossen. Diverse Behälter, gefüllt mit seltsamen Substanzen, stehen auf ihr. Die Behälter müssen entfernt werden, damit die Truhe geöffnet werden kann. Warte auf Antwort von Keim.
Ja. Entfernen wir dann die Behälter. Trocken? Nee. Aua, 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 au, 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 au. Hört uns doch mal auf mit dem Gift. Geht doch. Ah, oh, ich hab keinen Bock, das zu lesen, ey. Ich hab so viel zum Lesen. Macht ihr den Rest. Ihr klickt das einfach weg. Oh. Dieser Boss, den wir gerade hatten, der hat mich erst eigentlich an was anderes erinnert, nämlich diese riesige Sandwurm aus Final Fantasy X, den man hinterher auf der quasi Albed-Wüste findet. Und den einen eigentlich quasi den Arsch aufreißt. War das die Viech. Ich habe kein einziges gespielt, das sagt mir nichts. Ich kenne das Spiel. Ich habe das gespielt, aber das ist schon sehr lange her. Ich kenne das Spiel aus. Ich habe nur den und den zweiten Teil davon gespielt, also X2. Und X2 nicht komplett durch. Und dafür habe ich den X-Teil wahrscheinlich bis zur Hälfte, fast bis zum Ende durchgespielt und glaube ich 3-4 Mal als Let's Play geschaut. Seid ihr fertig? Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch 15 Folgen machen. Unmöglich. Ja, ist unmöglich, das ist auch recht. Festplatte speichere ich nicht. Habt ihr alle Teile? Ich hüpfe schnell auf Schraddel und mache alles fertig. Oh Mann. Ja, ich schraddel dir ein. Mitglied Flant, leider muss ich sagen, dass ich eure Zeit völlig verschwendet habe und die Wegmarken jetzt alle von Mordremos zerstört werden. Was? Nur ein Scherz. Mein zum Patent angemeldeter Rekalibrator ist fertig. So ein kleiner Mistvogel. Schaltet ihn ein. Ich muss das hier ins Innerste der Leylinienkammer bringen. Passt auf, dass ihr auf der Rampe nicht stolpert. Wo laufen Sie denn hin? Vom Zentrum hier können wir zu jeder Konfluenz von Leylinien springen, mit denen Oma Konfluenz gelaufen. Und wenn das Gerät voll aktiv ist, verändert es die Energiekonfiguration der Wegmarke so, dass sie für Mordremos nichtssagend und uninteressant ist. Hey Google, was ist eine Konfluenz? Nicht Konferenz, du Idiot. Schon passiert, er tastet gerade das Wegmarkennetz ab. Und? Klappt es? Wartet noch, das Netz ist riesig. Kann etwas dauern, bis ich es weiß. Wie lange? Beste annähernde Schätzung, ein paar Wochen. Ein paar Wochen? Inakzeptabel. Wer weiß, wie viele Wegmarken uns das kosten wird. Da müssen wir noch mal ran. Wie ein Baumeister. Wie ein Handwerker. Da müssen wir noch mal ran. Das geht doch nicht. Da müssen wir noch mal ran. Das klingt auch wie ein Zahnarzt. Nee. Der Karies ist noch so tief in der Zahnwurzel drin. Da müssen wir nochmal ran. Oh, Flunt. Kannst du nicht deine Groschen woanders zählen? Meine Ohren. Schön, euch zu sehen. Das ist inakzeptabel. Ich hätte mein Vertrauen niemals einer minderjährigen Degenerierten. Ratsmitglied Flunt. Ich bin mir sicher, dass Tai mir den Prozess beschleunigen kann. Das sollte sich auch besser tun. Ich werde gar nichts teilnehmen, solange wir noch keine Lösung zur Sicherung betonen. Wenn ihr wollt, dass ich an eurer Zusammenkunft teilnehme, dann treibt sie besser aus. Ich verstehe. Ui, ihr seid schnell. Und ihr habt heute erst angefangen? Hab's mir ja nicht eben erst ausgedacht. Wenn der Entwurf steht, braucht es nur mehr Zeit. Und, ohne Hilfe hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Danke. Sprecht mit Kashmir. Aber leider muss ich euch sagen, dass wir sie jetzt noch ansprechen. Ich wollte nach Taimi sehen, aber ich bin froh, auch euch hier zu sehen. Ich habe mit Gräfin Anis gesprochen, wie ihr es gewünscht habt. Und was hat sie gesagt? Sie hat unsere Einladung an Königin Jenna weitergeleitet und überraschenderweise hat sie sofort geantwortet. Königin Jenna wird an der Zusammenkunft teilnehmen.
Das sind großartige Neuigkeiten. Unsere erste Zusage. Ich weiß, es war offenbar der richtige Schachzug, mit Gräfin Anise zu sprechen. Was werdet ihr jetzt tun? Ich treffe mich mit Braham in Holbrek. Brack. Er muss... Mario, ein Stück weiter weggehen, bitte. Danke. Gerade eben war dein Tier nämlich genau vor meinem Sichtfeld. Er muss mit Eier über Weißbär sprechen. What? Wer ist denn Weißbär? Oh, richtig. Nun, ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich weiß, dass er kein gutes Verhältnis zu seiner Mutter hat. Eure Anwesenheit ist sicher eine große Hilfe für ihn. Danke, könnt ihr bei Timmy bleiben und sicherstellen, dass ihre Arbeit nicht unterbrochen wird? Es ist sehr wichtig. Selbstverständlich, ich lasse euch wissen, wenn sich etwas ergeben sollte. Danke, Kass. Oder Kasch, oder keine Ahnung. So, Abschluss. Bereit für mehr, aber nicht jetzt. Willkommen zurück zu Gipfeleinladungen. Und willkommen zurück zu Trockenkuppe, dem neuen Spiel-MMO aus dem Hause von Unbekannt aus Korea. Ja, NCSoft oder so ähnlich. Guckt in die Videobeschreibung, da schreibt's immer rein. Besucht. Er im Steinmacher-Gehöft. Klick. Die Trockenkuppe. In der Trockenkuppe gibt es immer Trockeneis zu kaufen. Günstig im Sonderangebot. Nein, ich soll dir gar nicht hin. Da sollen wir uns in den Zwerggipfeln. Im Frostbecken. Von der Trockenkuppe ins Frostbecken. Wie passend ist das denn bitte? Und endet jetzt Musik? Wahrscheinlich, ne? Holbrack, Hüllbrack. Okay, die Musik geht doch einfach weiter. Interessant. Ist das auch wirklich... Hat doch funktioniert. Oh, Trahörn hat mir gerade geschrieben. Ich schreibe euch, um euch darüber zu informieren, dass ich im Auftrag des Blassen Baums an dem von euch organisierten Treffen teilnehmen werde, über den Moldremos zu beratschlagen. Ich bin überaus gespannt, was die Anführer der Welt zur Idee der Bündelung unserer Kräfte sagen werden. Ich weiß, dass wir die zusätzliche Feuerkraft durchaus gebrauchen können. Damit verlieren wir vielleicht weniger Leute als im Kampf gegen Zaitan. Kids, hört mal auf deinen. Die gehen mir auf den Sack. Ich weiß, dass meine... Alter, müssen die jetzt hier plötzlich Räuber und Gendarmen spielen? Ich bin hier am Vorlesen. Ich weiß, dass mein Erscheinen einiges an Aufsehen erregen wird und die Teilnehmer einen Bericht über die Pläne des Pakts erfordern werden. Wenn ihr mich im Hain vor der Versammlung treffen könntet, werde ich euch die Information geben und ihr könnt sie an den Teilnehmern weiterleiten. Falls ihr die Anführer dazu bewegen könntet, zusammenzuarbeiten, wäre das ein grandioser Erfolg. Ich freue mich darauf, euch bald wiedersehen zu können. Ich habe mir euch einiges über den Pakt und seine Pläne bezüglich Modrimos zu berichten. Gut. Ja, ich weiß noch, wie seine Synchronstimme war. Ich hoffe, ich konnte sie einigermaßen gut rüberbringen. Lucian? Hier ist Lucian. Sechs. Ich wollte gerade anfangen. Mario zieht ihn runter. Hey. Gut, dass ihr wieder in Holbrack seid. Ja, ich bleibe nicht lange, besonders wenn wir ihn besuchen.
Hallo, Mutter. Graham, was für eine Überraschung. Hallo, alte Freundin. Was führt euch hierher? Hast du mich gerade alt genannt? Es gibt etwas Wichtiges zu besprechen. Setzen wir uns hier hin. Hier können wir bequem reden. Ich sehe keine Stühle. Ich sehe es euren Gesichtern an. Es ist etwas Ernstes. Sprech. Was ist? Der klang aber ganz schön angestrengt, ne? Sollte ich mir Sorgen machen? Ja, der alte Drache Modremos ist wieder aufgewacht. Er hatte bereits zwei große Forts angegriffen. Fort Salma und Concordia, und es hat auf weitere Wegmagen abgesehen. Wir sind gekommen, um Knut Weiß... Oh Gott. Das ist doch mit Absicht so gemacht. Wir sind gekommen, um Knut Weißbär zur Zusammenkunft einzuladen und über die Gefahr zu sprechen. Also wir wollen Weißbär namens Knut einladen. Ist auch schön. Nein, Weißbär wird bei nichts dergleichen anwesend sein. Mit Jornak und den Söhnen Zwanis haben wir genug zu tun. Bestimmt gibt es etwas, womit wir ihn überzeugen können. Ihr versteht nicht. Das ist größer als wir. Jornak ist gefährlich. Aber er ist nur einer aus dem Schwarm der Altdrachen. Ich verstehe mehr, als ihr denkt. Nein, tut ihr nicht. Sonst wüsstet ihr nämlich, dass Mordremos Einfluss wächst. Seine Ranken tauchen überall auf. Jeder Altdrache ist anders. Das Ausmaß von Mordremos Macht beginnt uns gerade erst zu dämmern. Ich glaube nur nicht, dass Weißbär hier weggeht, während Gefahr von Jormak droht. Außerdem sind wir nicht überall und für alles und jeden verantwortlich, sondern nur für unsere Leute. Ich glaube nicht, dass Weißbär Holbrag jetzt verlassen wird. Und wenn Mordremos in Holbrag ankommt, wird es zu spät sein. Und dann sehen sich unsere Leute zwei Drachen gegenüber, die uns alle vernichten wollen. Hey. Hey. Wir müssen die größte Bedrohung zuerst bekämpfen. Genau, im Moment richtet Mordremos den meisten Schaden in Tyria an. Ist Tyria nicht die andere Welt? Also eigentlich alles? Ja. Wenn das stimmt, was ihr sagt, dann könnte es wohl eine Besprechung wert sein. Ihr werdet also bei ihm... ihr werdet also dabei sein. Ich weiß, was Weißbär dazu bringen könnte, an eurem Gipfel teilzunehmen. Nämlich? Gäbe es weniger Probleme, würde er Holbrag eher verlassen. Die Söhne Svanirs machen in letzter Zeit mehr Ärger denn je. Da ist ein Trupp Svanir, die töten und verderben Norn. Wenn ich Weißbär sagen könnte, dass wir sie hart erwischt haben, dann... Wir kümmern uns darum. Blendend. Wir sollten uns aufteilen. Geht ihr direkt zur Eisklamm und sucht das Totem. Graham und ich kommen von der anderen Seite aus hin. Ihr und ich? Wir werden nicht weit sein. Wenn ihr das allein regelt, wird Weißbär umso mehr beeindruckt sein. Ich spreche selbst mit Weißbär, wenn ihr es schafft. Ich vertraue darauf, dass ihr die Herausforderung alleine bewältigt. Ich habe euch in Aktion gesehen. Braham und ich werden nicht weit weg sein. Wir werden so viel Truppenverstärkung wie möglich davon abhalten, euch zu erreichen. Was? Achso. Ja, Truppenverstärkung abhalten, um da uns zu erreichen. In Ordnung, wo muss ich hin? Die Swane haben ein Lager auf dem Hochgipfel, wo sie ihr Totem für Jornak aufregen. Jormak. Geht ins Au an. Oh. Eso, geh aus dem Kopf, das ist nicht Auridon. Geht ins Arundon-Tal im Eisklammsund, um eine Jägerin namens Kaolin zu finden. Sie weiß, wie ihr am besten helfen könnt. Und wenn ich das mache, dann werdet ihr ein gutes Wort für mich bei Knut Weißbär einlegen? Ich werde dafür sorgen, dass er die Ernsthaftigkeit der Lage erkennt und dass wir in Modremos Einhalt gebieten müssen, bevor es noch stärker wird. Oder eher. Ich bin bereit. Wir sehen uns, wenn die Sache erledigt ist. Oh, jetzt reicht's aber langsam. Ja. Vielleicht sollte ich mit euch gehen. Die Söhne Svanirs könnten gerissen und äußerst brutal sein. Ja, ich denke, ich sollte euch definitiv begleiten. Nein, geht mit ihr. Ich würde das alleine machen. Ach, sei doch nicht so, Boss. Was ist, wenn euch etwas passiert? Ich würde ja lieber bei euch sein, anstatt bei ihr. Macht es für mich. Betrachtet
sie einfach als eine weitere Jägerin. Ich komme schon zurecht. Och, Kinnes. Ich werde zu alt für solchen Scheiß. Ihr da, folgt Freeman. La 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 la, die Fähre, die auch eine Eisscholle ist. Bitte um Gehör. Das heißt auch auf gut Deutsch, ich möchte euch eure Zeit rauben, indem ich euch ein Event vor der Nase klatsch. Wo lauft ihr denn hin? Wo lauft ihr denn hin? Oder um genau zu sein, wo laufen sie denn hin? Wir müssen nur auf der Karte sein. Ach ja. Oh nein, 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 nicht da rein! Och nö! Och nö! Scheiße! Oh fuck, ich hab diese Scheißschlucht vergessen, ey. Bist du in dem Loch? Ja, ich bin in dem Loch reingerutscht. Oh, genau wie letztes Mal, ey. Ich wollte die Abkürzung nehmen. Ich hab ja diesen. Klasse der Gesellschaft. Du weißt, dass du hier nie wieder rauskommst, ne? Muss ich auch nicht. Weil ich hab das schon mal. Ich bin hier im Let's Play schon mal hingeblieben. Oh, fuck dich, ey. Das ist jetzt mein Loch, so. Dein Loch. Das ist alles, was dich da hält. Dann bleib doch da auf ewig. Verrotte. Arrogante Nephalem. Meine Diener werden. Genug. Die Dunkle. Und du führst das nie fort. Jedes Mal, wenn ich das mache, dann führst du das nie fort. Nee. Ich sag immer nur genug. Der Angriff auf die Svanir ist in vollem Gange. Beeilt euch und schließt euch Fenris und den anderen an. Zeigt mir den Weg und ich werde dort sein. Was? Das müssen wir doch alle machen? Scheiße. Ja, viel Spaß. Interessanterweise wusste Grauen auch, wo er hin sollte. Ja, ich habe schon mal gespielt. Echt? Wow. Hallo? Was soll denn das? Guild Wars 2 Exe hat einen Fehler festgestellt und musste beendet werden. Haha. Ihr habt es geschafft, gerade noch rechtzeitig. Wir haben unsere Strategie gefeilt. Gut, wie sieht der Plan aus? Die Truppen der Wachsamen kämpfen gegen die Svanier bei Grabhügelheim. Beeilt euch und ihr könnt den Wachsamen helfen, diese Svanier-Hunde auszumerzen. Helft Fenris und den Truppen der Wachsamen, die Söhne Svanis im Grabhügel anzugreifen und ihr Totem des Drachen zu zerstören. Oh ja, okay. Damit ist das Event hier gemeint. Kommt ihr? Ja. Ich wusste nicht, dass ich den anderen Kram noch belabern muss. Ich habe euch erwartet. Unverwundbar. Gegen unverwundbare kämpfen. Ich fühle mich gut. Ups. Da solltet ihr eigentlich nicht hin. Die habe ich immer voll fehl platziert.
Irgendwas stimmt hier nicht. Der Unverwundbare ist gerade zum Boss mutiert. Wo ist meine Maus? Hallo, hallo, hallo. Da. Weg. Ich wette, ihr. Boah, wenn ihr es auf dem Notebook spielt, ne, habt ihr auch so einen Ausschalter für die Maus. Fürs Trackpad. Wenn ihr dann auf Trackpad spielt, falls es überhaupt möglich ist, und dann ausschaltet die Maus. Ja, Panik. Läuft weg. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Das kann doch nicht richtig sein. Oh, gut, wie sieht der Plan aus? Bla bla bla. Oh. Nee. Ich habe nur eine Viertelstunde Zeit dafür. Spürt die Wut. Da müssen sie schon härter zu schlagen. Oh, prächtig. Zerstört das Totem des Drachen, das die Söhne Svanias aufgestellt haben. Ist ja kaputt. Schließt euch Ehre und Braham an. Hä? Wie kannst du das? Bei mir ist das Ding zerstört. Schon eine Lehre sein. Und jetzt Abmarsch. Auf uns wartet ein hübsches, warmes Lagerfeuer. Wie? Was meinst du? Bei mir ist das Totending schon zerstört. Ich kann es nicht zerstören. Ja, ich hab's ja zerstört. Ja, aber ich hab's nicht bekommen. Ja, dann hast du halt Pech gehabt, ne? Müssen wir wieder warten. Hattest du Fenrir angesprochen? Ja. Und du hast die... Ich hab das Totem innerhalb des Kampfes zerstört. Das war anscheinend ein Fehler. Ja, war's. Regeneriert das Teil nochmal automatisch oder muss man da jetzt wieder dieses Event starten? Also ich würde sagen, ich warte tatsächlich, bis es automatisch regeneriert. Die Folge ist sowieso. Die Folge ist sowieso erstmal durch. Naja, Fakt ist, ich habe ja eine Instanz hier. Aber bekommst du nicht auch... Also ich hatte letzte Mal, wo ich die Story gestartet hatte, immer nachher den Hinweis, ob ich den Erfolg für meine Story annehmen möchte. Ja. Aber das wäre beim vorletzten Mal auch schon, wenn ich denn da irgendwas vorher nicht erfüllt habe, dass ich das nicht machen kann. Ach so. Oder, ich weiß nicht, wir können es versuchen. Ich befürchte, das Event dauert hier noch ein bisschen. Dann macht die Instanz nochmal, dann versuchen wir das nochmal. Vielleicht kann ich es ja für mich annehmen. Kannst du denn da rein? Ich konnte gerade sagen, dass ich mit will, ja. Ich weiß bloß nicht, ob das für meine Story quasi akzeptiert wird. Was stehen bei dir oben rechts? Schließt euch Eier und Braham an. Jo, dann hast du es doch schon. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das übernehmen kann am Ende der Instanz.
Also ich habe jetzt im Chat eine Nachricht gekriegt, dies ist nicht eure aktive Geschichte, eure Fortschritte in dieser Instanz werden nicht gespeichert. Hast du die auch bekommen? Das ist erfrischend. Nein. Sehr gut, Bray. Dann sollte es das war beeindruckend. Danke. Ich hatte euch noch nie kämpfen sehen. Dann sind die Legenden wohl wahr. Oh, danke. Ja. Oh, doch, habe ich bekommen. Also. Also. Hat noch jemand Hunger? Ja, ich könnte einen Doljak verputzen samt Zaumzeug. Lasst uns zurückkehren nach Holbrak und die Sache feiern. Was meint ihr? Mark, warum bist du raus? Weil ich die Meldung doch gesehen habe, dass das nicht meine Instanz ist. Das heißt, es bringt mir nichts, dass ich da bin. Ach ja. Das heißt, es bringt uns nichts, dass wir hier, dass ich das jetzt mache, oder wie? Also, ihr könnt das natürlich gerne machen. Plus, ich muss das sowieso nochmal machen, weil ich das nicht, den Erfolg nicht teilen kann. Tja. Ich hatte recht. Ihr könntet euch auch nicht alleine darum kümmern. Nun kann ich Weißbär diese neuen Heldentat mitteilen. Darum wird er sicher mehr dazu geneigt sein, an euch zusammen, in eurer Zusammenkunft teilzunehmen. Ihr habt ihn etwas Last von den Schultern genommen. Danke, aber ich muss die Einladung zu eurem Schmaus ausschlagen. Das enttäuscht mich, aber wir holen es ein anderes Mal nach. Ich nehme an, dass ihr etwas Wichtiges zu erledigen habt. Ja, ich werde mich mit einem Freund in der Nähe des Schwarzen Zitadelle treffen. Brahams Freundin Rox? Ich habe gehört, dass sie eine gute Weggefährtin ist. Ja, das ist sie. Oh, bla bla bla. Danke, dass ihr das Totem vernichtet habt. Immer ein Vergnügen, Svanir heute heimzuschicken. Ganz genau meine Meinung. Ja. Ich muss jetzt los. Möge der Wolf euch stets begleiten. Euch auch. Können wir dann. Ihr kennt euer wohl lange, was? Ist sie schon immer so gewesen? So stark und selbstbewusst, meint ihr? Ja, schätze schon. Ich meine, ihr habt ihre Geschichte gehört, aber ich habe die Ehre aus den Legenden nie mit meiner Mutter Ehre in Verbindung gebracht. Bis heute ist sie wie eine Lawine. Das muss sie auch sein, sie muss Berge versetzen. Also Kieselsteine auf dem Boden. Das sehe ich jetzt. Ich fange an zu begreifen, wieso sie gegangen ist. Ihr könnt keine Berge versetzen, wenn ihr auf ein Kind Acht geben müsst. Wenn ihr irgendjemand Knut Weißbär davon überzeugen könnt, zur Zusammenkunft zu gehen, dann sie. Wir Norn sind schon seit vielen Wintern eher Einzelgänger. Ich weiß nicht, wie lange alleine jagen können. Nicht mit den Altdrachen im Nacken. Weißbär zur Zusammenkunft zu bringen, wäre ein erster Schritt. Oh, Leute. Ey, das Gespräch kann man abkürzen. Süße Beute. Wie das... Au, Alter. Du Wichsknubbel. Ich fühle mich gut. Du Wichsviech. Da müssen Sie schon härter zuschlagen. Das hast du schon gerade eben schon gesagt, Fräulein. Wenn man sich wiederholt, ist das schlecht für die Gesundheit. Das habe ich seit Half-Life 2 schon gesagt. Mann, Frau! Ich wollte eigentlich ins Inventar gucken. Könnt ihr dieses Ding mal wieder aufstehen? Wenn ich es mal wieder abreißen kann. Willst du mein Mikrofon abreißen? Warum? Nein. Damit ich das wieder abreißen kann, diesen blöden Drachenschrein-Kack da. Marc, das ist das falsche Spiel. Wir spielen hier Guild Wars, nicht Skyrim. Das Ding heißt Totem des Drachen. Das ist eine Yu-Gi-Oh! Karte. Ich habe ihn verstummt. Sehr schön. Nee, das nervt mich bloß gerade ein bisschen an. Gut, das andere, bei der anderen Instanz war ich schuld, dass ich da rausgegangen bin, aber
dass es jetzt schon wieder daran hängt, weil ich hier irgendwie mal wieder irgendwas nicht hinkriege. Seid doch total nervig. Weißt du, was toll ist? Sei doch froh, dass das doch nur sowas ist. Sei froh, dass das Spiel nicht die ganze Zeit abstürzt. Das Problem bei Borderlands 2. Dass ich dann einfach nur, dass man einfach nur ein Blackscreen hat. Das ist möglicherweise aber auch nur jetzt in Living World 2, so also später ist das nicht mehr mit diesem in der Welt. Ach, später stürzt Borderlands 2 nicht mehr ab? Das ist gut. Ich meinte jetzt eigentlich Mark. Also weniger Fehlerpotenzial für mich. Das eventuell, wenn du sehen möchtest. Oder das Spiel ist cleverer gemacht. Ab da. Lalalala. Wow. Hä? Der Typ konnte gerade anscheinend ein Totem da abreißen. Ich nicht. Da ist gerade einer mit so einem Reittier hingesprungen. Da ist irgendwas passiert und auf einmal war er weg. Wahrscheinlich die Instanz betreten. Ja, cool. Ich konnte das Totem abreißen. War gerade wieder da. So. Meins, alles meins. Hat Marc schon versucht, die Typen anzusprechen, um das Event zu starten? Nein. Marc versucht gerade nicht zu sterben. Und ja, das Totem ist jetzt tot. Zerstört. Das Totem ist tot, lang lebe das Totem. Totem ist zerstört und jetzt kann ich die Instanz betreten. Das passt nicht gut, ich habe nämlich gerade Inventarsortierung hier gerade. Was für die Leute wie immer langweilig ist, wie Sau. Ich sie aber trotzdem durchjagen, weil das mein Let's Play ist. Ah, jetzt brauche ich ein schönes Glas Whisky. Ab in die Wüste, wo die Sonne auf dein Schädel brennt. Die Ebene von Ashford. Ashford, das ist auch ein Ort. Das ist auch eine Stadt. Die ist nicht weit entfernt von Frankfurt. Versucht das Spiel zu sein wie andere Spiele. Das könnte auch irgendwie, wenn man das jetzt ausblendet und alle jetzt wirklich geradeaus durchgehen, von da hinten aus, dann sieht das aus wie so ein. Keine Ahnung, wie so ein Menü-Background. Bam, bam. Da, 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 da. Wie lange braucht ihr beiden?
Ich bin fertig. Nehmt das! Mario hört mich nicht. Danke. Doch, aber ich sterbe gerade. Wie kannst du sterben? Du bist doch... Indem ich einfach nur weggelaufen bin und nicht gekämpft habe. Hey. Oh, jetzt kann ich weiter weglaufen. Immer geradeaus laufen, nicht auf die Gegner achten. Ja genau, das habe ich gemacht, aber aus dem Grund hat es diesmal nicht funktioniert. Lass mich in Ruhe. Ah, jetzt geht's weiter. Wollt ihr ewig leben? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vierzehn, 13, 12. Hä, das war doch dieser eine Gott, ne? Der so tat, das wäre Gott. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich habe schon befürchtet, dass ich hier alles ohne Rückendeckung schaffen muss. Ich habe Tribun Brimstone einen Brief geschrieben und gefragt, ob er unsere Einladung zur Zusammenkunft ans Motor übermitteln kann. Und als Antwort darauf wollte er euch persönlich sprechen. Ja, daran führt kein Weg jetzt vorbei. Diese Angelegenheit ist von zu großer Bedeutung. Ich hatte gehofft, es würde nicht dazu kommen. Ich will nicht sehen, wie enttäuscht er von mir ist. Es gibt nichts, worüber er enttäuscht sein könnte. Ihr habt alles getan, was ihr tun musstet. Und ich würde es wieder tun, um Bram zu retten. Um jeden von euch zu retten. Ich würde nicht einmal den Ruhm von Triumph über Scarlet gegen einen von euch eintauschen wollen. Ich kenne ihn. Er wird Verständnis haben, denn er hat auch schon Mitstreiter verloren. Danke. Es hat gut getan, das zu hören. Bringen wir es hinter uns. Einverstanden? Ah, weniger reden, mehr Taten. Oh, bin ich froh, wenn wir Nummer 2 durch haben. Nun, Rox, ihr taucht ja tatsächlich auf. Und Ort für die Stimme. Ich bin mutig, wenn man bedenkt, weswegen ihr hier seid. Tribun? Ich soll den Imperator überreden, zu eurem Gipfel zu kommen, obwohl ihr meinen Befehl, Skale zu vernichten, missachtet habt. Ich sah mich genötigt, vor Ort zu entscheiden, Tribun. Wäre unsere Freundin hier nicht gewesen, würde Skale da draußen immer noch morden und jeden Tag eine andere Stadt Tyrias verwüsten. Ja, Tribun. Rührt euch, Soldaten. Entschuldigt, ich muss mit jemandem reden, auf den Verlass ist. Alter, hat er sie gerade degradiert? Da ist ein Dreieck in der Luft. Ich könnte... Nee, so tief komme ich nicht. Wenn ich jetzt die Stimmenlage mache, die er hat, dann kann ich nicht mehr reden. Ich kenne diesen Blick, ihr müsst Rox nicht verteidigen. Nun, ich habe keinesfalls euren derben Soldatenscham verloren. Ich weiß, ich bin streng mit ihr, aber jemand muss es schließlich sein. Sie hat einen zu weichen Kern, sie wäre schon vor langer Zeit gestorben, wenn ich sie nicht abgeätet hätte. Ihr bestraft sie dafür, dass sie Scarlet nicht getötet hat? Pff, ich verstehe, warum sie es getan hat und außerdem ist sie jetzt eine freie Agentin. Wir müssen uns nicht mehr von Angesicht zu Angesicht begegnen. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich ihr nicht hart zusetze, wenn sie es braucht. Ich verstehe den Text nicht. Was soll das genau helfen? Fragt sie selbst. Ich kann nur sagen, dass ich nicht länger für sie verantwortlich bin. Wenn sie etwas vermasselt, dann wirft es kein schlechtes Licht mehr auf mich. Sie ist auf sich allein gestellt. Verstanden, sie hat euch also gesagt, was unser Anliegen ist?
Nicht wirklich. In ihrem Brief erwähnte sie etwas von einer strategischen Zusammenkunft, an der Imperators Motor teilnehmen soll. Ihr müsst für uns mit ihm sprechen. Tribun, wir haben auch Informationen, die euch und Imperators Motor interessieren dürften. Es geht um die Altdrachen. Ich weiß. Ich habe schon gehört, dass Mordomos erwacht ist. Das ist stark untertrieben. Er hat ganze Forts vernichtet. Wir kennen seine Reichweite nicht. Die schwarze Zitadelle hat schon genug Ärger mit Gebrandmarken und Ascalon-Geistern. Und wenn das nicht ausreicht, dann müssen wir mit allen verfügbaren Mitteln vorgehen, um die Flammenlegion fernzuhalten. Bevor ihr es merkt, wird Modremus auch auf der Liste stehen. Tribun, die Gebrandmarken halten sich nur in einer Region auf. Tribun, die Gebrandmarken halten sich nur in einer Region auf. Modremus breitet sich rasch über ganz Tyria aus. Sein Einfluss hat bereits die Baumgrenzenfälle und die Kessax-Hügeln erreicht. Modremus hat Char-Gebiet erreicht. Falsche Stimme. Ich habe seine Diener in der Eisenmark bekämpft. Das ändert die Lage. Wie schlimm ist diese... So schlimm... dass niemand in Tyria es sich länger leisten kann, davor die Augen zu verschließen. Das stimmt. Was wird mit uns geschehen, wenn alle Armeen vernichtet wurden, weil wir Char nicht eingegriffen haben? Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen zuerst um die große Bedrohung kümmern. Und das ist Modremus. Ihr müsst mir nicht sagen, wie gefährlich die Altdrachen sind. Aber Imperators Modo überzeugen ist eine ganz andere Angelegenheit. Es muss doch einen Weg geben, uns zu überzeugen. Deswegen wollte ich persönlich sprechen. Es geht um Sohotin, mein Schwert. Es soll die Kraft besitzen, die Wirkung des Feindfeuers aufzuheben. Ist das wahr oder nur ein Mythos? Ich will es auf die Probe stellen. Nach Jahren der Forschung habe ich endlich die richtige Elementkombination, um seine Kraft freizusetzen. Ihr könntet uns von den Geistern befreien? Das habe ich vor. Wenn wir das tun, hat Smodo eine Sorge weniger. Dann können wir ihn überzeugen, zum Gipfel zu gehen. Ich habe Nachforschungen über das Ritual angestellt und viel über askalonische Geschichten gelernt. Die Geschichte begann vor über 1000 Jahren, als dieses Ritual zum ersten Mal von den Göttern der Menschen, den Sechs, formuliert wurden. Nur zu, sprecht weiter. Die Sechs haben ihren Magie verliehen. Gleichzeitig gaben sie in einem von ihren magischen Krone und zwei magische Schwerter, um das Königreich zu beschützen. Sohotin und Magdea und König Adelbern hat die Krone erhalten? Genau. Die Krone wurde so gemacht, dass sie in vier Teile zerbrechen kann. Wenn die Fragmente voneinander getrennt sind, erkennt man sie nur schwer. Dies war eine Sicherheitsmaßnahme, damit dieser mächtige Gegenstand nicht in die falsche Hände gerät. Und die Krone wird für das Ritual benötigt? Ja. Als Adelbern das Ritual mit Magdea durchführte, wurde er zum Geist. Aber die Krone blieb erhalten und er wurde später von Char in diesem Gebiet gefunden. Sie spielte damit herum und die Fragmente gingen verloren. Und ihr habt sie gefunden? Ich habe eines gefunden. Bitte findet die anderen. Die Fragmente verhalten sich wie Magnete. Sobald ihr eines habt, wird es euch zu den anderen ziehen. Ihr seid euch sicher, dass sie selbst nach all der Zeit noch immer da sind? Das ist meine Hoffnung. Wir brauchen diese Krone, um das Ritual zu vollziehen. Also sollten wir davon ausgehen, dass wir sie dort finden. Ihr, Ridlock Brimstone, werdet ein Ritual vollziehen. Wenn es dabei hilft, den Fluch des Feindfeuers zu brechen, dann werfe ich mir auch die Robe über und nenne mich selbst Schamane Brimstone. Hier steht schließlich eine Menge auf dem Spiel. Da habt ihr recht. Ich gehe los und suche eine Kronfragment. Und suche die Kronfragmente. Rox wird euch bei den Vorbereitungen helfen. Ich habe keinen Bock mehr zum Lesen, ey. Oh. Mann, ey. Falsche Spielspiele. Ich spiele hier Pillars of Eternity. 5 Stunden lesen. Synchronisieren. Suche Synchronsprecher, günstig anzunehmen. Oh.
Wenn das so weitergeht, muss ich mir gleich trinken holen. So. Düp. Muss benutzen. Danke. Bitte. Da habe ich nämlich gerade alle, also sämtliche Teile nämlich zusammengedrückt. Ich habe E gedrückt, Leertaste, was eigentlich immer benutzen ist und so. Aber nein, hier ist es F. Muss das sein? Also man muss jetzt nicht unbedingt ein Event jetzt laufen, während wir jetzt da sind. Hey, ihr! Ja, ihr da! Kommt her! Lasst mich raten. Ärger. Ich hab keinen Bock mehr zu lesen. Also, dann wollen wir mal. Passt auf! Jetzt kommt der gespenstische Teil. Ich fühle mich gut. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr hilft, ne? Und ich einfach zum Dings geht. Warum wollen wir frei helfen? Weil Rails die Maschine neutralisiert. Ja. Und der verliert hier rasch Leben. Bei mir ist der Kringel hier an dem. Ja, aber der Kringel ist da auf dem Weg dahin. Und der Kringel ist Rels. Ah. Interessant. Ich dachte, wir müssen das Ding im Kringel finden. Nee. Dies ist der Vertrag von Sankt Venganza. Nun rufe ich euch. Kommt zu mir. Spürt die, ich fühle mich gut. Oh, Mensch. Hä? Hey, da hinten. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Spür die Wut. Nur noch etwas Feinarbeit, das war's dann. Gron, wo bist du denn? Ich warte an der anderen Stelle auf euch. Ihr schafft das schon. Gut, Nummer 1 erledigt. Folgt mir. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man das Event machen soll, aber ich mache es lieber. Das
ganze Spiel klingt so ein bisschen gerade danach. Ich fühle mich gut. Beeindruckende Kombination. Ich fühle mich gut. Ja, mach dein Ding. Ich fühle mich gut. Schon wieder. Also mein Charakter fühlt sich immer gut. Egal was passiert. Da, 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 da. Ich fühle mich gut. Die Felsen nehmen sich auf, teuer jetzt. Hier für alle zwei Sätze. Alle 11 Sekunden sagt mein Charakter, ich fühle mich gut. Links ein Knochen, rechts ein Knochen und dazwischen. Nur eine weitere Bestätigung, wie großartig ich bin. Fast fertig. Ich kriege Gänsehaut. Zeit, echten Schaden anzurichten. Oh, ouch. Interessant. Jetzt versuchen wir jemand was. Mann, der hat immer einen lästigen Effekt. Kann er mal aufhören damit, dass... Hallo? Alter! Jesus! Was hat denn der für Fähigkeiten drauf? Spürt die Wut. Er soll mal damit aufhören, das nervt. Nun muss nur noch die Geschwindigkeit und die Fernkonfiguration ein. Ist das nicht eine Schönheit? Maschine gestartet. Läuft. Geister unter Kontrolle. Bestens. Ich bin hier fertig. Zeit, echten Schaden anzurichten. Das schwache Leuchten eines Kronfragments scheint durch die Trümmer. Die Kronfragmente sind auch noch überall woanders. Mhm. Interessant. Ja, man hätte das Event vielleicht nicht unbedingt machen müssen. Doch, ohne das wäre das Kronfragment dann nicht hingekommen. Ob das nicht automatisch auch, wenn man eine Mail herläuft? Oder? Nee. Er war exakt nach dem Abschluss des Events quasi erschienen. Beschafft das zweite Kronfragment, nachdem Historiker Kerin seine Forschung im Tempel der Gelassenheit abgeschlossen hat. Auf gut Deutsch, halte dich 5 Stunden hier auf, bis irgendein popliger NPC, der von Gegnern gekillt werden kann, seine Forschung abgeschlossen hat. Genau.
Oder finde einfach mal das Kronfragment, nimm es und geh weg. Genau. Nächster Halt. Teufelsbreitenwald. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste, auszusteigen. Station Spukhaus, ne? War hier das Spukhaus? Ja, ich sehe es schon. Ah, ich kann hier die Kronenscherbe-Teil da denkst du schon von hier aus sehen. Hier kann man den Todesstern von hier aus sehen. Das wäre voll geil. So, nächster Halt. Rüdlockwald. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Ich hab nichts, ich bin der Sester. Oh, Jesus. 14, 13. Ihr seid da. Nicht, dass ich je daran gezweifelt hätte. Kennt ihr Imperatus Modur? Ich kenne euren Ruf. Und euer Wunsch ist mir ebenfalls bekannt. Sollte diese Mission den Feind auch nur zum Teil eliminieren, komme ich zu eurem Gipfel. Wie lautet der Plan, Brimstone? Ihr seid zurück. Habt ihr Erfolg gehabt? Ja, ich habe alle Fragmente. Großartig, gebt mir die Krone. Moment. Diese Krone ist sehr wichtig für mein Volk. Verstehe. Ihr möchtet damit sagen, dass ihr nicht wollt, dass ich sie aufsetze? Ihr müsst versprechen, sie mir zurückzugeben, sobald ihr das hier vorbei ist. Wenn das vorüber ist und die Geister verschwunden sind, werde ich sie euch persönlich überreichen. In Ordnung, erzählt mir mehr über das Ritual. Alles hängt von meinem Schwert Sohotin ab. Ursprünglich wurde zwei seiner Art geschaffen, Sohotin und Magdair. Sie wurden den Askaloniern zum Schutz gegen Invasoren gegeben. Vor ein paar Jahrhunderten wurde Sohotin durch die Hand von Rurik, Sohn des König Erdelbeeren, geführt. Er wurde von einem Zwerg der Steingipfel getötet. Es kam vor einigen Jahren in meinen Besitz. Wie seid ihr in seinen Besitz gelangt? Irrelevant. Wir sind die Borg. Nee. Wichtig ist, dass es sich bei der anderen Klinge Magdair um das Schwert handelt, das von Adelbeeren verwendet wurde, um die Askalonia zu verfluchen. Ich habe schon seit langem vermutet, dass jener Fluch mit Soholin eine Sohotin gebrochen werden kann. Ich habe mich in alle alte Schriftrollen und Bücher der Abtei gestürzt. Einer der Gelehrten dort hat mir geholfen, die Geschichte zusammenzusetzen. Ich habe endlich Hinweise auf ein Ritual gefunden. Sie enthält ein orianisches Siegel, welches sich als so alt herausgestellt hat, dass die Quelle einfach vertrauenswürdig sein muss. Ich muss es in jedem Fall versuchen. Wenn es funktioniert, dann sind wir frei. Wenn wir im Inneren sind, müssen wir Gespensteressenz in das Schwert kanalisieren, um es zu entflammen. Wir müssen also Unmengen an Geistern erledigen. Eigentlich war das, was mein Charakter gesagt hat, alles wirklich völliger Mumpitz. Er hätte einfach durchbrechen können. Warum schreibt man nicht einfach weiter? Und überlegt sich einfach nur Pillepalle-Ausreden von meinem Charakter. Die mein Charakter nie sagen würde, weil das zusammenhängt, viel besser klingt.
Ich habe das nebenbei nämlich auch noch gelesen, während ich dann durchgeklickt habe. Und eigentlich ergeben diese Sätzezusammenhänge keinen Sinn. Womöglich machen wir hier uns zum Narren, aber ein Versuch ist es allemal wert. Rüdlock hat sich zum Unmögliches möglich gemacht. Diese Geister plagen mein Volk schon zu lange und ich suche jeden Tag nach einer Lösung für dieses Problem. Segen für schauen Menschen. Stimmt. Es muss sehr ärgerlich für Menschen sein, selbst für diejenigen, die nicht von Askalonien abstammen. Es bricht mir das Herz, besonders dann, wenn ich gezwungen bin, sie zu töten. Genau, ein Grund mehr, warum das funktionieren muss. Eure Hilfe wird nicht unbemerkt bleiben. Für Rüdlock und Rox würde ich so gut wie alles tun. Nein, würde ich nicht. Ich werde nur gezwungen dazu. Anscheinend haben wir alles, was wir brauchen. Die von euch zusammengesetzte Krone ist wahrhaftig historisch. In ihr spiegelt sich förmlich die Gesichter unzähliger askalonischer Ahnen wider. Wenn das klappt, gehen wir selbst in die Geschichte ein. Meint ihr, dass es klappen wird? Ich glaube, so viele Geister zu entledigen kann nicht so einfach sein. Wer hat was von einfach gesagt? Die Krone zu bekommen war auch kein Spaziergang im Pavillon. Und auf der anderen Seite des Tores sammeln sich die Geister, die nur darauf warten, dass wir zu ihnen kommen. Ich hoffe nur, dass ihre Essenzen so heute ihn aufladen können. Das sollte alles sein, was wir brauchen, um das Feindfeuer zu läutern. Und das soll funktionieren? Wird es, weil ich es sage. Ihr führt Brimstone. Jawohl. Brimstone, ist das nicht ein Reifenhersteller? Ah ne, Bridgestone war's. Och Leute, wenn ihr so langsam geht, ne, die Folge ist zu Ende. Danke fürs Zusehen. Und ewig sind die. Was sind das eigentlich für Flamingos hier auf der Seite? Wir wissen nicht, was da unten ist. Seid auf alles gefasst. Frostbeißer und ich sind bereit, ein paar Geister zu zertrampeln. Ich kann die Char nicht ernst nehmen. Ich mag die nicht. Die Char sind mir unsympathisch. Ich mag lieber die Ratten. Also die kleinen Viecher. Wie heißen die eigentlich? Krit. Krit heißen die nicht. Krit gibt's, aber ich glaube, du meinst Azura, oder? Ja, Azura, genau. Ich fühle mich gut. Den meine ich fühle mich gut. Keine Ratten. Du bist Erste. Aber du bist ja echt gemein. Excelsior. Oh Mann, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Müll. Ich will in Living Worlds 3, wo man alles wieder gesprochen kriegt. Oh, ich fühle mich gut. Halt deine Fresse. Mein Charakter verhohnt mich. Rückzug. Zack. Spürt die Wut. Ich weiß auch, warum mein Charakter Schmerz für Schmerz nicht mehr sagt, weil ich relativ wenig. Die Gruft liegt vor toll. Uns. Dort probieren wir die Läuterung des Feindfeuers aus. Es ist ein Ort der Kraft. Wenn wir durch den Bogen gegangen sind, gibt es wohl keine Umkehr, was? Na, will das Junge lieber zurück in den Pharao? Nein, Tribun. Ihr müsst auf alles vorbereitet sein, das kann sich unvorhergesehen entwickeln. Niemand vermag vorherzusagen, was dieses Ritual in Gang setzen wird. Prepare for unforeseen consequences. Ich hoffe, das klappt. Bringt Glück! Das habt ihr als Junges immer gemacht. Hast du gerade mein... Kommt schon, bringen wir es hinter uns. Der hat mein Mini angespuckt. Da passiert irgendetwas. Euer Schwert gefällt den Geistern wohl nicht sehr. In ein paar Minuten gefällt es ihnen noch weniger. Verdammt! Sie ergreifen Besitz von Baradins zertrümmerter Statue. Jemand hat mir mal gesagt, was einen Kampf lohnt, ist niemals leicht. Ihr hört ja doch zu. Nur wenn mir danach ist. Za! Oh, das war großes Feld. Erfrischend. Erfrischend.
Au. Alter! Hat mich fast umgebracht. Noch ein Heiler. Er darf die Statue nicht erreichen. Ich fühle mich gut. Wir müssen Geister vernichten, um Sohoten aufzuladen. Hey! Ne, dafür konnte ich nichts. Das Spiel hat gerade meine Kamerawinkel geändert. Immun. Müssen wir Geister killen? Scheint so. Spürt die Wut. Sohoten ist mit der Kraft des Geistes aufgeladen. Seht ihr, wie wirksam das ist. Ja, cooles Thumbnail. Boah, Alter. Boah, krass. Wie episch. Das erinnert mich an den Endkampf aus Never the Nights 2. Ich fühle mich gut. Da gab es auch sowas ähnliches. Was aber ziemlich unspektakulär ist eigentlich. Zumindest auf meiner Seite. Ich glaube, da war ich auch nicht sehr begeistert von. Der Typ darf übrigens die Statue nicht erreichen, ne? Oder so. Wir müssen Geister vernichten, um Sohoten aufzuladen. Der Templer ist befreit. Er darf seine Waffen nicht erreichen. Bin wieder auf den Beinen. Ich fühle mich gut. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Sohoten ist aufgeladen. Und jetzt runter mit dem Schild. Spürt die Wut. Eure Seele gehört mir. Ihr sollt leiden. Diese schwebende Kugel ist so echt herrlich. Ja. Ja, ich hab's gekillt. Ich sehe nichts mehr. Ich bin irgendwie nicht mehr in der Lage, richtig zu steuern. Ascalon, ich befreie euch von diesem Fluch. Ach, hierfür gibt's eine Animation. Ich muss es suchen gehen, sonst beenden wir diesen Krieg nie. Geht! Das genügt. Ich muss ihm nachgehen. Das Portal ist zu. Das könnt ihr nicht. Aber... Weggetreten, Soldaten. Ihm geschieht nichts. Sorgt euch lieber um die armen Seelen, die ihm in die Quere kommen. Das ist seine Mission, nicht eure. Brimstone wird zurückkehren. Nur keine Sorge. Er hat eine geile Menge Geister mitgenommen. Ja, er mag den Fluch zwar nicht gebrochen haben, aber er hat einen Effekt. Und ihr habt eine entschiedene Rolle gespielt. Dafür alleine werde ich euch schon an eure Zusammenkunft teilnehmen. Selbst nachdem die Säuberung gescheitert ist? Die Säuberung ist noch nicht vorbei. Brimstones Pflichtbewusstsein wird ihn zurückbringen. An der Zusammenkunft teilzunehmen ist das Mindeste, was ich tun kann, um seine Verdienste zu ehren. Gut, zuhören. Ich danke euch. Achso, gut zuhören. Gut zu hören. Mit getrenntem Leerzeichen, nicht gut zuhören. Wir werden das nicht bereuen. Nun, darüber bin ich mir nicht so sicher, aber ich stehe zu meinem Wort. Ich werde da sein. Gut. Wir werden euch sehen, Imperator. Was ist gerade geschehen? Für mich hat es nach einem Portal in den Nebel ausgesehen. Die Nebel
Das hoffe ich. Zumindest wissen wir, dass es eine Rückkehr aus dem Nebel gibt. Was hat er sich nur gedacht? Er muss Sojin folgen. Das nehme ich an. Wenigstens besteht jetzt nicht mehr Grund zur Hoffnung, dass das Schwert eines Tages den Fluch brechen wird. Ich denke, es ist die einzige Möglichkeit für uns, die Geister einfach einmal loszuwerden. Genau das war auch mein Gedanke. Ich wünsche nur, dass er nicht alleine gegangen wäre. Da stimme ich zu, wenn sich das Portal doch nur nicht so schnell geschlossen hätte. Ich nehme an, es gibt keine Möglichkeit zu finden. Nee, keine. Die Nebel erstrecken sich über ein riesiges Gebiet. Geht das so gut? Das wird schon werden. Mein Herz rast immer noch. Ich rede einfach ein, nicht zustößt. Er steckt ja schon wieder größere Schwierigkeiten und dennoch, ich weiß nicht, er macht mir auch Sorgen. Wenigstens hat sich das Imperator bereit erklärt zur Zusammenkunft. Das ist ein kleiner Trost. Ja, das ist wichtig, aber der Armin, der scheiß stark. Flut hast du nicht abgesagt, was im König Anna? Flut war auf alle Vorführung und Timings gerast mehr. Hat die Könige von Tainer bezeugt. Was ist das denn? Ich hab keinen Bock mehr zu lesen, ey. Oh Mann. Ja, es ist niemand kommt. Herber Schlag für Astoria, die müssen alle kommen. Bla bla bla, Prophet beenden. Oh Mann. Hör doch auf, mit dir Ohren voll zu sappeln mit Nonsens. Und wir sind in Teil 4. Kashmir hat mir geschrieben. Ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei bester Gesundheit. Ich fürchte, dass meine Bemühungen um die Teilnahme der Königin an die Zusammenkunft nicht ganz reibungslos verlaufen ist. Es hat sich eine Situation ergeben, welche die Königin wohl vor der Teilnahme abhalten könnte. Ich berichte euch alles im Detail, wenn ihr hier eintrifft, aber kurz gefasst geht es darum, jemand verbreitet das Gerücht, dass Königin Jenna sich vor dem Kronenjubiläum nicht nur mit der bösartigen Skaldik getroffen, sondern ihr auch als Teil einer Verschwörung mechanische Wachritter zugespielt haben soll. Das ist natürlich blanker Unsinn, aber die Königin kann Götterfest nicht verlassen, bevor dieses Gerücht entkräftet sind. Gräfin Anis hat vorgeschlagen, dass ich meine intuitiven Fähigkeiten nutze, um die Intriganten zu entlarven. Ich will es aber nicht alleine tun. Kann ich auf eure Unterstützung in der Sache vertrauen? Ja klar, aber wollten wir nicht sprechen? Süße Beute. Und der hat doch auch gesagt, treff mich hier und da. Und dieses hier und da haben wir noch nicht erfüllt. Was sind das eigentlich für Überreste, die ich hier die ganze Zeit einsammle? Diese Haufen Bildrückstände und Leylinien. Ja. Infizierte, keine Ahnung. Oh, toll. Oh, Inventar rumgepubbelt, ey. Trefft euch mit Kashmir. Ach, die ist ja gleich um die Ecke. Doch nicht. In Götterfels. Götterfels. Die Überreste sind für einen Erfolg, erkläre ich später. Erfolg. Bezwingerin Tyrias oder Mutrebos. Ratet, wer in der Stadt ist. Noch mehr Char. Und noch ein Char-Söldner. Ratet mal, wer in der Stadt ist. Der Boss. La 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 la.
Jetzt rechts abbiegen. Dim, 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 dim. Wenn möglich, bitte wenden. Hä? Will mich das Spiel verarschen? Danke, Spiel. Danke, dass du mich einen Umweg gehen lässt. Ich glaube, ich bin da drüber gelaufen. Alter, was ist denn das denn hier? War es vorher schon da? Oh. Ja, so kann man auch ein Bild machen. Und zack. Acht, sieben, sechs, fünf. Partypolitik. Der schlimmste Teil von. Na, dann bin ich ja froh, dass ich das synchronisieren darf. Ich erzähle euch schnell, was passiert ist. Königin Jenna kann nicht am Gipfel teilnehmen. Jemand hat sie beschuldigt, mit Scarlett konspiriert zu haben. Die Anhörung ist am selben Tag. Jemand lügt und wir müssen herausfinden, wer. Sobald wir es wissen, können wir die Person konfrontieren und dazu bringen, die Behauptung zu widerrufen. Wir müssen mit jedem reden, um Hinweise auf die Wahrheit und Beweise zur Verteidigung der Königin zu finden. Wenn wir wissen, wer dahinter steckt, werden wir handeln. Aber Vorsicht, diese Leute sind sensibel und misstrauisch. Fallt nicht mit der Tür ins Haus, sonst erfahrt ihr nichts. Och nö. Wenn wir ihre Pläne zu offensichtlich stören, lassen sie uns vom Fest abführen. Und alles war umsonst. Lasst euch auf der Feier vorstellen. Da steht, lasst euch vorstellen, nicht stellt euch selbst vor. Manche Helden braucht man nicht vorzustellen. Hier ist der Kommandeur des Pakt, begleitet von Fürst, Kashmir Maid. Ganz ruhig, Cass. Du kommst da durch. Sei selbstsicher wie Jory. Kashmir, kommt herüber. Schaut nicht so traurig. Darf es ein Häppchen sein? Hallo, liebe Kashmir. Sorgt euch keine Falten ins Gesicht über das, was man so schreibt. In meinen Augen bleibt ihr eine Adlige. Gräfin Anise, ihr seid sehr direkt und sehr freundlich. Ich fürchte, ich fühle mich wenig adlig. Dann müssen wir etwas unternehmen. Adel ist keine Sache des Blutes, wie so viele glauben, sondern eurer Entscheidung. Die Gunst ist rasch zurückgewonnen, wenn man euch verzeiht. Falls eure Spürnase so gut ist, wie ihr sagt. Nun sagen wir, ich denke, wir können die Königin überzeugen, dass euer Wert das Missgeschick eures Vaters wettmacht. Ich hoffe nur, ich kann mich etwas nützlich machen, Gräfin. Oh weh. Na gut, nehmen wir alles auseinander, was sie sagen. Einer von diesen Ministern verbreitet Lügen über die Königin. Versteht mich nicht falsch, Gräfin. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mich ausgesprochen habt. Aha, jetzt haben wir so Party springen. Okay. Ich weiß nur nicht, ob ich begreife, was ich auf eurer Abendgesellschaft verloren habe. So, kurze Slotpause. Muss mal eben kurz die zwei Folgen benennen, die ich noch hatte.
So, das ist... Tja. Was haben wir eigentlich in der letzten Folge gemacht? Statue bekämpft. Ach, das war in der letzten, in der Folge, okay. Hä? Da habe ich ja gar keinen Thumbnail für das. Was haben wir da gemacht? Ja, Angriffsplan heißt das jetzt einfach. Keine Ahnung, was man dazu schreiben soll als Titel bei so 300 Folgen. Da geht so ein langsam die Ideen aus. So, Partysprenge. Warum höre ich eigentlich von den anderen nichts? Hallo, aufwachen. Von wegen anderen redest du? Von euch. Ich glaube, ich muss das mal irgendwie so einspielen, dass mein Discord irgendwelche Sounds abspielen kann. Ist alles zu eurer Zufriedenheit? Oh, ich hoffe doch sehr, es mundet, was wir euch kredenzen. Oh, verzeiht. Bedienung, mehr Wein bitte. Wie soll ich denn die finden? Habt ihr unser pikantes Geflügel gekostet? Es schmeckt, als hätte Melandro selbst es mit einem Hauch Dill geküsst. Und ihr seid... Wichtiger als du. Aber ich dachte ganz sicher, dass Minister Wie sich bei Hofe aufhielt an dem Tag, als Scarlet dort war. Wo um Himmels Willen habt ihr diese bezaubernde Brosche her, meine Liebe? Und dann fragte er mich, welches Paar ich haben wollte. Zu unterstellen, dass ich mir nicht beide leisten könnte. Der Name. Also ich hätte ihn auf der Stelle ohrfeigen sollen. Es ist wirklich schade, dass meine Frau nicht an der Freie teilnehmen kann. Sie liebt solche Veranstaltungen, aber Arbeit ist nun einmal Arbeit. Habt ihr gehört, dass die Königin die Steuern für Landbesitzer erhöht? Was? Ich dachte, das ist nur eine Arbeitersteuer zahlen. Warum? Danke für ein Abo. Warum sollte man Landbesitzer besteuern? Das ist lächerlich. Es ist nur ein Gerücht, vermutlich eine falsche Information. Warte mal, da unten ist doch gerade was. Darf ich euch das Glas abnehmen, wenn ihr ausgetrunken habt? Möge Lissa euch helfen. Ich erinnere mich dunkel an eine verrückte Silvari, die zur Audienz vor der Königin erschien. Das war ganz nebenbei, lange vor dem Angriff auf die Stadt. Ich weiß immer noch nicht, warum sie mir aufgefallen ist. Ich habe angenommen, dass ich heute Minister Wies Frau treffen würde. Fürstin Wie? Ihre körperliche Verfassung ist ziemlich labil. Die arme Frau kann da nicht mit ihrem Gatten mithalten. Offensichtlich kann ich das aber auch nicht. Ich glaube, er war am Hofe, dass als Scarlet eine Audienz bei der Königin hatte. Jetzt ist interessant. War der an diesem Tag ebenfalls am Hofe? Nein, ich war in der Empfangshalle. Ich habe gesehen, wie sie hereingekommen sind. An diesem Tag waren nicht viele Leute da. Ich habe einen Bauern mit einer Beschwerde über seinen Nachbarn gesehen. Er hatte seine Ziege dabei. Aha, interessant. Und was?
Ohohoho, wenn man einen Minister gesehen hat, dann hat man alle gesehen. Es liegt am mürrischen Blick in ihren allen Gesichtern. Aber im Ernst, es ist schon ziemlich schwierig, Minister V mit Ministerin Estelle oder gar Minister Aton zu verwechseln. Mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das, was es mal war. Wen habt ihr mit Minister V verwechselt? Ich sah, wie Estelle den Thron setzt, zusammen mit einer mit dem Ziegenbauern Minister Aton und einer Silvari betrat. Diese Gestalt stellte sich dann als Scarlet heraus. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ich weiß noch, dass ich danach hörte, Scarlet habe sich an die Königin gewendet. Damals hat das keiner beachtet. Bis zum Kronjubiläum war Scarlet ein Niemand. Häppchen gefällig. Was ist denn nun mit dem frittierten Lotus? Bitte sag mir das noch, welcher da ist. Ich wusste gar nicht, dass man Automarken essen kann. Weil Lotus ist eine Automarke. So kriege ich das zumindest. Ja, ist ja auch eine Blume, ich weiß das. So. Speisenlieferanten laufen immer im Kleid rum. So kriege ich auch immer meine Burger geliefert, wenn ich es hier bestelle. Ihr rennt gerade aus, ihr Instanz, oder? Ja, könnte sein. Allerdings hat mir das Spiel noch nicht mitgeteilt. Der oberste Speiselieferant. Du bist nicht der Ose. Du bist Kaschmir. Nicht der oberste Speiselieferant. Ich denke, ihr solltet vorangehen. Ich bleibe unauffällig in eurer Nähe. Mit euch werden die Leute viel bereitwilliger reden als mit mir. Ab und an können wir uns treffen und dann berichte ich von euch von meinem Ohr. Könnt ihr mir nochmal erklären, was... Ach, ist jetzt nicht die Jahreszeit klar, passt. Der will nichts sagen. Hier ist einfach gar nichts. Ich bin natürlich jetzt Meister Proper hier, hier den Captain Iglo ansprechen. Oh, hab euch gar nicht gesehen. Ihr wollt jetzt nochmal Arbeit. Ich verstehe, ihr wart im Schrein. Ihr wart dem Schein, während Fürstin Wied die Königin hintergeht? Macht euch nicht lächerlich. Ihr wart schon beim Bowl-Ausschank? Kühlt euer hitziges Gemüt etwas ab oder beleidigt mit euren unverschämten Behauptungen noch jemand oder weniger tolerant ist. Wir kriegen Argwohn. Na gut, es ging etwas zu weit. Ich will nur der Königin helfen. Helft der Königin. Helft der Welt, helft einfach jedem. Das ist doch das, was ihr tut, nicht wahr? Passt aber auf, was ihr von euch gebt. Es sind Leute anwesend, die nicht zögern würden, euch zum Schweigen zu bringen. Also verpiss dich. So. Ich habe das Gefühl, ich komme hier nicht weiter. Die andere Seite mal angucken. Prinzipiell. Oh, ich hasse Partys. Genau deswegen hasse ich Partys. Halt es lang. Diese wie bitte? Ich sag ja, das hier ist die ekligste Mission, die man machen muss. Nö. Die hässliche Mission, die man schleichen muss, die ekligste Mission. Okay. Aber ich kenne solche Missionen hier prinzipiell. Die gibt's in jedem Spiel. Sind wir hier auf einem Fest oder im Zirkus? Ihr seid eine fleißige Biene. Macht euch das charmant oder macht es euch neugierig? Definitiv neugierig. Man sagt sich, ihr seid am selben Tag bei Hofe gewesen wie Scarlet. Wer wann bei der Königin eine Audienz erhält, ist kein Geheimnis. An diesem Tag damals waren einige Leute da. Was wollte Scarlet? Sie hat leise gesprochen. Ich bezweifle, dass sie noch jemand anders als die Königin und Gräfin Anise gehört hat. Es scheint ganz so, als würden sie sich verschwören. Hat ihr Minister Artondor gesehen? Ich glaube schon. Ich habe die meiste Zeit mit dem Gesicht hinter dem Taschentuch zugebracht. Diese Ziege, oder vielleicht war es auch der Bauer, hat so furchtbar gestunken, dass mir die Tränen in die Augen getrieben hat. Verstehe. Kaschmir, es geht um eine Ziege. In meinem Kopf dreht sich alles. So viel Information, könnt ihr alles verstehen? Wir haben schon ein paar Dinge herausgefunden. Zunächst wissen wir, wer an diesem Tag bei Hofe war. Ja, ein Bauer mit einer Ziege, zwei Minister, Estelle und Aton und Scarlet.
Und wir wissen, dass Chaotikus und andere seine Decksarbeit erledigen lässt. Wir haben auch erfahren, dass sowohl Estelle als auch Arthorn Chaotikus kürzlich gesehen haben. Es muss einer von den beiden sein. Lass uns zuerst mit Minister Arthorn sprechen. Darf es ein Häppchen sein? Arthorn? Oder Estelle? Irgendwie finde ich den gar nicht. Ich versichere euch, so der verantwortliche Küchenmeister wird sofort zur Rechenschaft gezogen. Wie neulich schon meinem guten Freund Chaotikus gesagt habe, müssen wir unbedingt etwas gegen diese Banditen unternehmen. Sie sind eine Plage. Ich habe Grund zur Annahme, dass sie mit dem weißen Mantel in Verbindung stehen. Habt ihr Scarlett an dem Tag gesehen, als sie eine Audienz bei der Königin hatte? Das habe ich. Wir waren zu viert im Thronsaal mit der Königin und Gräfin Anise und den Wachen natürlich. Da waren Scarlett, ich selbst, Minister Estelle und ein dreckiger Bauer mit einer Ziege. Und die Königin hat mit Scarlett gesprochen? Ja, sie war höflich wie immer, aber die Gräfin flüsterte der Königin fortlaufend ins Ohr. Und das hat uns alle nervös gemacht. Scarlett wollte die Erlaubnis von dem Ingenieur lernen zu dürfen, der die Wachritter konstruiert hat. Der Wachtritter? Wachtritter, okay. Was hat Königin gesagt? Sie hat höflich abgelehnt. Scarlett war die letzte in der Reihe und die Königin ist gegangen, bevor es zu einem Gespräch darüber gekommen konnte. Scarlett hatte versucht, ihr noch mehr zu sagen, aber die Königin entschuldigte sich und eilte davon. Sonst noch was? Die Silvari. Scarlett sah wütend aus. Sie stürmte hinaus und schubste die Wache aus dem Weg. Sie war wirklich zum Fürchten. Ich kann mir nicht vorstellen, was die Gräfin Anise dazu veranlasst hat, die Königin vorzudrängen. Passt seine Aussage zu den anderen Karls? Seine Beschreibung der Ereignisse passt perfekt zu dem, was Anise mir erzählt hat. Minister Arthorn sagt die Wahrheit. Er kann es nicht sein. Interessant, danke. Ihr habt mich überzeugt. Es sieht so aus, als verbreite Ministerin Estelle dieses grässliche Gerücht. Bleiben wir dran. Wenn wir sie konfrontieren wollen, brauchen wir stichhaltige Beweise. Ich weiß sicher, dass die Königin persönlich mit Scarlett gesprochen hat. Woher? Alle sagen es, also muss es stimmen. Was? Nicht du. Hallo. Wir sprachen gerade darüber, wie schrecklich es ist, die Königin uns alle hintergangen hat. Es ist eine Schande. Man weiß einfach nie, wem man vertrauen kann, nicht wahr? Die Königin tut mir wirklich leid. Anscheinend wurde sie genau getäuscht wie wir anderen auch. Diese Scarlett war durch und durch schlecht. Scarlett war böse. Leute, ich brauche Hilfe, ich habe keinen Bock mehr. Dann quatsch mit dieser Tante nochmal ein bisschen länger. Mit der gleichen? Ja. Dann muss ich das erste machen, aber ich habe Angst, dass ich Argwohn kriege. Bedienung? Oh, verzeih bitte. Das ist nur ein schlimmes Gerücht, eine Lüge. Nein, das stimmt nicht. Ich habe sie kurz nach Einbruch der Dunkelheit im Seidenmarviertel gesehen. Sie trug einen schwarzen Wollumhang, die Kapuze über den Kopf gezogen. Ich stieß aus Versehen mit ihr zusammen und sah ihr Gesicht. Deswegen bin ich auch so sicher, dass sie es war. Kaschmir, was meint ihr? Ihr Auge hat bei diesen Worten gezuckt. Ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. Ihr lügt. Also, nur so unter uns. Ich habe vielleicht nicht direkt die Wahrheit gesagt. Aber man hat mir eine Menge Gold für die Behauptung geboten, dort gewesen zu sein. Bitte verrate das niemandem. Ihr werdet aussagen müssen. Ach, na schön. Ich sage aus, dass ich dafür bezahlt wurde zu lügen. Aber ich werde niemals verraten, wer mich bezahlt hat. Ich hintergehe keinen langjährigen Freunde. Es hat mir nicht behagt, euch zu lügen. Aber mein Sohn ist krank. Ich hoffe, die Königin wird mir vergeben. Ihr tut das Richtige. Gut beobachtet. Ich dachte mir schon, dass sie lügt. Die Königin trifft sich doch nicht mit x-beliebigen Leuten. Erst recht nicht mit irgendwelchen Silvari ohne politische Verbindungen. Diese Frau wird aussagen. Ist aber auch genau richtig, Leute. Immer schön loslügen, wenn jemand von euch krank ist. Also aus der Familie oder so. Oh nein, jemand hat die Grippe. Nee, noch schlimmer. Jemand hat einen Schnupfen. Boah. Jemand hat
Einer aus meiner Verwandtschaft hat einen Pickel auf der Nase. Ich fange jetzt an zu lügen. Ich lüge euch alle an. I was born to lie. Was genau sucht ihr denn in dieser Menge? Ich könnte meine Augen und Ohren zu eurer Suche beisteuern. Wenn es gerade nichts gibt, das ich tun könnte, dürfte ich mich dann wohl ein wenig an euren Erfrischungen bedienen. Bin ich zu langweilig? Nun, das wird euch interessieren. Möchtet ihr wissen, wie lange ein abgetrennter Kopf bei Bewusstsein ist? Ihr müsst euch irren. Meine Nichte kennt eine Wache, die von einem Pförtner hörte, dass dann die Königin... Dann lasst mich bitte wissen, wenn ich mehr tun soll, als Debitantinnen und Stutzer zu erschrecken. Grüß euch. Oh, ihr seid ihr. Ihr. Man kennt euch gut in dieser Gegend. Die Königin erwähnte vor kurzem, dass sie eine Zusammenkunft ausrichtet. Sie möchte daran sehr gerne teilnehmen. Das könnte sich als kompliziert herausstellen. Oh, ich weiß, all diese Lügen, die Estelle verbreitet. Könnt ihr euch unsere barfüßige Königin vorstellen, wie sie nachts verkleidet durch die Straßen der Stadt streift? Lächerlich. Geschmier, was meint ihr? Seht nur, wie ruhig und gleichmäßig sie atmet. Ich bin überzeugt, sie spricht die Wahrheit. Also hat sie sich nicht mit Scarlett getroffen. Im Thronsaal ja, aber nicht auf der Straße. Ein Gesandter der Char besuchte die Königin dieser Nacht. Da der Char mittlerweile fort ist, wird die Wache, die in diesem Zeitraum Dienst hatte, aussagen. Ich verstehe, danke. Sie und die Wache werden das Alibi der Königin bestätigen. Oh nein, um Himmels Willen, keine Pferde. Ihr wollt doch nicht, dass die Gäste in die Eingangshalle kommen und meinen, sie seien eine Das ist irgendwie eine Sammelmission für Arme. Ist das Lügen Voraussetzung, wenn man Minister werden will? Schön hier. Es stimmt mich traurig, dass die Leute, die unsere Stadt und unser Königreich regieren, nicht miteinander auskommen. Jetzt verbreitet einer der Minister Lügen über die Königin. Ich zahle für jede Information über den lügenden Minister. Das ist großzügig von euch, doch ich habe nichts zu erzählen. Ich stehe in Minister Artons Diensten. Ich werde mir doch für ein paar läppische Münzen nicht in eigene Fleisch schneiden. Ups. Ich habe schon mit Minister zu tun gehabt, nicht alle sind schocken. Meine Frau und ich arbeiten beide für den Minister, da gibt's Unterschiede. Wie Tag und Nacht. Meine Frau arbeitet für Ministerin Estelle. Ich arbeite für Ministerin Arton. Seid ihr beide mit eurer Arbeitsstelle zufrieden? Meistens. Meine Frau hat es schwerer. Ihre Ministerin hat ein Laster, das Glücksspiel. Wenn sie gewinnt, ist alles gut. Wenn nicht, dann wird sie gefährlich. Apropos Glücksspiel, ich verachte die Werbung, die im Fernsehen läuft. Und zwar jede Glücksspielwerbung. Ich hasse sie. Ich möchte sie vernichten. Könnte sie wissen, wo Estelle in der Nacht des vermeintlichen Treffen war? Vielleicht. Estelle versucht abends oft ihre alte Freundin Fürstin Claire. Ihr solltet meine Frau fragen, ob sie weiß, was passiert ist. Sie ist eine ehrbare Frau, die nicht lügen würde, nur eine Ministerin zu schützen. Ja, ja, vielen Dank. Wir sollten würdiger Kryptarianer oder so ähnlich. Oh Gott, das hat eine Folge gedauert. Bäh. Partypolitik. Blub, blub, blub und blub. Was denkt ihr, haben wir genügend Beweise, um ihre Anschuldigungen in Frage zu stellen zu können? So einige, die Frau des Dieners kann bezeugen, dass sich Estelle mit Fürstin Claire getroffen hat. Vielleicht reicht die Drohung, dass sie eine Aussage macht, aus, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Was noch? Wir haben einige Zeugen, die bestätigen, dass die Königin Scarlett's Bitte abgelehnt hat.
Ich kann immer noch nicht glauben, dass Garlet am Wissen des Wachtrittertechnikers teilhaben wollte. Den Göttern sei Dank, dass die Königin das nicht zugelassen hat. Das kann aber auch die Wut erklären, mit der Scarlett unsere Stadt angegriffen hat. Sonst noch was? Wir wissen, dass Estelles Freundin für sie gelogen hat. Für einen Beutel Gold, meint ihr? Estelle muss Fürstin Claire unterwiesen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schwer wird, sie zu einer Aussage zu bewegen. Letztendlich waren sie doch wohl doch keine allzu dicken Freundinnen. Wir sind bereit, Estelle mit den Beweisen zu konfrontieren. Sieht aus, als hätten wir, was wir brauchen. Zeit, Ministerin Estelle als Lügnerin zu entlarven. Meine Herren, geht jetzt bitte. Wie ich sehe, habt ihr euch mit den Gästen unterhalten. Hallöchen, fleißige Biene. Ich muss gestehen, ich finde es ganz reizend, wie ihr von Blume zu Blume schwört. Ich weiß alles über euch. Merkt euch genau, was Estelle sagt. Wenn sie zum Ende gekommen ist, zögert nicht, sie zu bitten, ihre Worte zu wiederholen. Setzt sie nur unter Druck, wenn ihr das Gefühl habt, dass sie lügt. Ich habe eine Frage. Ist es wahr, dass ihr eng mit Fürstin Caudicus zusammenarbeitet? Früher habe ich noch an Fürst Caudicus Seite gearbeitet. Doch nun, da ich vorhabe, mich zur Ruhe zu setzen, verbringe ich meist Zeit in der Bibliothek des Ministeriums. Ich bekomme ihn kaum noch zu Gesicht. Erzähl mir mehr. Ich gebe zu, ab und an erledige ich kleinere Aufträge für ihn, doch er hat sich immer noch nicht ganz von diesem schrecklichen Skandal erholt. Die meiste Zeit bleibt er für sich. Fürst Caudicus macht sich sogar auf Festen sein eigenes Ding, und ich bleibe mir selbst überlassen. Ich bin doch nur ein Mauerblümchen. Kaschmir, was meint ihr? Sie lässt sich auf nichts festnageln. Ihr müsst sie unter Druck setzen, wenn sie lügt, und dann eure Beweise vorlegen, um eure Argumente zu entkräften. Oder ihre. Ministerin Estelle, könnt ihr das vielleicht noch einmal wiederholen? Früher habe ich noch an Fürst Caudicus Seite gearbeitet, doch nun, da ich vorhabe, mich zur Ruhe zu setzen, labe ich den gleichen Text wie gerade eben nochmal. Sag nicht, hier hätten wir es merken sollen, was die sagen. Wahrscheinlich schon. Nicht unbedingt, aber du musst ein bisschen vorsichtig sein bei der. Wenn jetzt die Argwohn zu hoch geht, werden wir rausgeschmissen. Dann war es nochmal von vorne. Oh, dann wird's ja wieder ganz lustig. Weißt du was, dann würde ich ja offscreen ja schon fast die Lösung raussuchen. Ich würde sagen, erzählt mir mehr, weil das ist ja noch egal. Genau. Ach ja, ihr könnt es ja auch lesen, ne? Ich gebe es zu, ab und an erledige ich kleine Aufträge für ihn, doch diesen ganzen Scheiß habe ich gerade eben schon gesagt. Darf es ein Häppchen sein? Erzählt mir mehr. Fürst Caudicus macht sogar auf Festen sein eigenes Ding und ich bleibe mir selbst überlassen. Den Schrott hast du nämlich gerade eben schon gehört. Da würde ich schüchtern was machen. Da würde ich schüchtern was machen. Jo, schüchtern was? Das ist richtig. Ich habe während der ganzen Feier mit kaum jemandem gesprochen. Der Garten war jedoch wunderschön. Ein Zeuge hat ausgesagt, dass ihr und Caudicus euch von den anderen Gästen abgesondert habt. Dass er auf euch eingeredet und ihr genickt habt. Na schön. Er und wir haben uns unterhalten, doch ihr werdet niemals herausfinden, um was sich das Gespräch gedreht hat. Und ihr habt keinerlei Beweise, dass es da um die Königin ging. Ich habe es nicht nötig, etwas zu beweisen. Ihr müsst euch nur diskreditieren. Na, vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Verzeiht. Ich werde meine Ausführungen revidieren. Weist die revidierte Aussage des Ministerialmitglieds zurück. Sind wir hier auf einem Fest oder im Zirkus? Was ist schon dabei? Dass ich für Fürst Caudicus arbeite? Das hat rein gar nichts zu sagen. Das ändert gar nichts an der Tatsache, dass ich zugegen war, als Scarlett ihre Audienz bei der Königin hatte. Konntet ihr hören, was die Königin mit Scarlett besprochen hat? Nein, sie hat zu leise gesprochen. So wie Schulfreundinnen, die tuscheln, damit sie kein anderer versteht. Erzählt mir mehr. Ich war wohl ein wenig Gedanken verloren, während die Königin und Scarlett gemeinsam Sache gemacht haben. Erzähl mir mehr. Ich habe das Wort Wachtritter aufgeschnappt. Erzähl mir mehr. Ist das nicht schlimm genug? Wisst ihr, wie viele Menschen sterben müssen, weil die Königin Scarlett Zugang zu den Wachrittern gab?
Warum befragt ihr immer noch mich? Sie ist die wahre Verbrecherin. Was meint ihr, Kashmir? Sie ist gerissen und alle glatt, doch ihr könnt sie auf ihre Lügen festnageln. Also, sobald sie einen Fehler macht, könnt ihr sie aus dem Gleichgewicht bringen. Können wir das vielleicht nochmal wiederholen? Nein, sie haben zu leise gesprochen, so wie die Schulfreundin, die tuschelt, damit sie kein anderer versteht. Das ist eine Lüge. Mach mal, erzählt mir mehr, ich habe das andere zu direkt. Ich war wohl ein wenig Gedanken verloren, während die Königin und Scarlet gemeinsame Sache gemacht haben. Erzähl mir mehr. Ich habe das Wort Wachtritter aufgeschnappt. Kann sie nicht aufschnappen, weil es zu leise war. Also das obere, ne? Ja. Eure Geschichte ist von vorne bis hinten erlogen. Habt ihr überhaupt irgendwas aufgehört? Was ich sagen wollte, ist, dass ich ab und an nur zwei Worte verstehen konnte. Das Wort Wachtritter lässt sich ja kaum missverstehen. Ich bin überzeugt, dass die Königin mit Scarlet darüber sprach, ihr einen zu geben. Eigentlich bot Scarlet um Erlaubnis, bei Ingenieur des Wachtritters zu studieren. Ist das nicht schlimm genug? Wisst ihr, wie viele Menschen sterben? Blablabla. Eins. Mir scheint, ihr habt einen... Er hat nur eine etwas auf den Kerbholz und das seid ihr. Nope. Ist ja ganz schön gereizt. Nein, die Königin hat mir Scarlet für später ein privates Treffen ausgemacht. Sie wusste, dass es falsch war, was sie tat. Schau mal, was sagen ihr? Sie ist gerissen, blablabla. Wiederhol das mal bitte. Ja. Ist das nicht schlimm genug? Wisst ihr, wie viele Menschen? Das ist gelogen. Sie gab denen keine Zuspielung zu den Wachrittern. Eine Unverfrorenheit. Wo bleiben eure Mann? Danke, Mark. Alle bitte reinschreiben im Chat. Danke, Mark. War es nicht das Gleiche, was wir gerade eben gemacht haben? Ja. Aber nicht geplant. Mark ist schuld. Aber dem ist so das drauf, ich sag's doch. Was ist gerade geschehen? Das hat sich wie eine Mismatch-Zauber angeführt. Ich denke, Anis hat eine kleine Ablenkung für uns gewirkt. Lass uns zur Feier zurückkehren. Das ist die Spielerklärung dafür, dass es jetzt wieder von vorn beginnt. Aber es hat gespeichert, immerhin. Sie hatte doch keinen Zugang zu den Wachrittern. Ja, anscheinend ja doch. Das hat die Guild Wars 2 übrigens gerade gesagt, dass sie Zugang hat, weil Guild Wars 2 uns nämlich Argwohn gegeben hat. Ja, aber... Nicht aber, Guild Wars 2 ist das Spiel und das Spiel hat recht. Aber das hat sie doch abgelehnt. Sie hat doch danach gefragt, auch zu studieren zu können, das hat die Königin abgelehnt. Ja, aber die Königin ist doch nicht mehr da. Ist doch scheißegal, das Spiel sagt nein. Ich kann es auch bootforcen. Bootforce erstmal, das spannt ja immer zu speichern hier. Mehr. Ich konnte nur geflüsterte Worte hören. Verstanden habe ich aber nichts. Die Königin hat jedoch einen zufriedenen Eindruck gemacht. Miss Autant jedes einzelne Wort vernommen. Offenbar ist sein Gehör deutlich schärfer als eures. Ich war wohl ein wenig Gedanken verloren, während die Königin und Scarlet gemeinsame Sache gemacht haben. Ihr habt das Wort Wache darauf geschnappt. Erzähl mir mehr. Ist das nicht schlimm genug? Von vorn bitte. Ich habe gehört, dass die Königin zu ihrem eigenen Schutz hinaus begleitet wurde. Ihr wart nicht dort. Ihr könnt gar nicht wissen, wie sie sich verhalten haben. Es sei denn, ihr hättet die Ziege uns gefragt. Ich habe mit Aton gesprochen. Seine Version stimmt mit dem, was die Gräfin Anis Gräfin gesagt hat, überein. Und mit der Version der Ziege. Nun ja. Was für den einen höflich ist, ist für den anderen schon herzlich. Das heißt gar nichts. Ihr seid aber neugierig. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, erzähle ich euch, was wirklich geschah. Überspringen wir das Geplauder. Was im Thronsaal geschehen ist ohne Belang. Die Königin hatte für den Abend ein Treffen mit Scarlet vereinbart. Sie wollte...
Sie wollte nicht, dass wir zuhören, also traf sie sich heimlich mit ihr. Ich halte an eurer Behauptung fest, dass sie diese Verabredung im Thronsaal trafen. Fragezeichen? Auf jeden Fall, sie hatten die Köpfe so dicht zusammengesteckt, so als wären sie die besten Freundinnen. Sie kamen zu einer Übereinkunft, um was soll es denn sonst gegangen sein? Und wenn schon, so etwas kann schnell gehen. Ein Blick, ein Lächeln. Vielleicht haben sie sich auch schon vorher ein Treffen ausgemacht. Was weiß ich. Aber eins weiß ich genau. Ich habe sie unter der Brücke gesehen. Es waren ganz sicher die Königin und Scarlett. Ich war nicht diejenige, die sie gesehen hat. Es gab eine andere Zeugin, eine Adelsdame. Warum versucht ihr nur mit aller Kraft Königin Jenna zu beschützen? Sie hat uns alle hintergangen und versucht jetzt ihre Spur zu verwischen. Es war ganz bestimmt Jenna. Sie hat einen roten Umhang getragen. Stimmt doch gar nicht. Kashmir, was meint ihr? Ihr seid schon die ganze Zeit am Flüstern. Das dulde ich nicht. Das ist unhöflich. Im Ernst? Nun gut, würdet ihr dann bitte eure Aussage wiederholen? Auf jeden Fall. Ja, es kann passieren. Das weiß ich genau. Brücke. Erzähl mir mehr. Darf es ein Häppchen sein? Erzähl mir mehr. Eure Komplizin hat dir gesagt, sie sollen behaupten, der Umhang sei schwarz gewesen. Nein, der Umhang war rot, glaube ich. Habt ihr das etwa vergessen? Ihr wollt mich nur verwirren. Es war ein roter Umhang, ich weiß es ganz genau, er war dunkelrot. Und wenn ihr und eure alte Freundin euch noch nicht einmal auf der Farbe des Umhangs des Königin einigen könnt... Wartet, jetzt gefällt es mir wieder ein. Die Königin trug einen schwarzen Umhang. Jawohl. Gräfin Annies Umhang war rot. Hätte ich etwas vergessen zu erwähnen, dass sie beide dort waren? Ihr wisst doch, die Gräfin würde die Königin niemals nirgendwo alleine hingehen lassen. Wollt ihr damit sagen, dass die Gräfin Annies ebenfalls dort war? Wie bitte? Zweifellos gibt es in dieser Angelegenheit noch viel zu besprechen. Gute Idee. Ich glaube, wir sind hier fertig. Wir müssen jeden Zweifel ein für alle Mal ausräumen, wenn auch nur ein Hauch eine Chance besteht, dass Estelle die Wahrheit sagt. Das tut sie nicht. Doch wir müssen aus Annies Mund hören, dass sie nicht unter der Brücke war. Ich bin mir sicher, dass sie es gespürt hätte, wenn hier eine Art Melsmer-Vertuschung am Werk wäre. Meint ihr nicht? Doch das ist jetzt nicht wichtig. Wenn wir die Gräfin befragen, werde ich wissen, ob sie lügt. Dann los. Halt! Geht nicht zu ihr. Das ist eine Illusion. Okay. Ich bin woanders. Findet mich. Hey. Dann reden wir. What? Ist die hier hinter? Ah. Ihr müsst verzeihen, aber der Schutz Kraitas erfordert unkonventionelle Maßnahmen. Gräfin, Ministerin Estelle behauptet, dass ihr bei dem geheimen Treffen zugegen wart. Sie kompromittiert euch. Unsinn. Ich war bei keinem Treffen. Allerdings bekam ich eine mysteriöse Botschaft, gekennzeichnet nur mit E. Die Nachricht besagte, Estelle sei in einer Banditenspielhölle, wo sie angeblich hinter der Königin herspioniert. Wenn man sie daran erinnert, lässt sie ihre Lüge schneller fallen als Fahren seine Würde. Und jetzt bringen wir sie zum Schweigen. Ihr schon wieder? Ich hoffe, ihr plant kein weiteres Verhör. Dies ist ein Fest, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Sind wir hier auf einem Fest oder im Zirkus? Kann ich mir vorstellen, dass Gräfin Annies eine Lüge parat hatte, um ihre Anwesenheit bei der Brücke zu verschleiern? Ihr Wort steht gegen meines. Eigentlich steht euer Wort gegen die Aussage so einiger Leute. Wovon redet ihr da? Hat jemand eingewilligt, gegen mich auszusagen? Wir haben Zeugen, die Gräfin Annies Version stützen. Verräter des Ministeriums. Verräter. Sie finden sich schon sehr bald auf der Straße wieder.
Das bezweifle ich. Die Königin hat Posten für jene, die ehrlich und ehrenhaft sind. Unter uns gibt es jene, die die Lüge des Ministeriums durchschauen. Und wir werden ständig mehr. Jory würde das gefallen, nicht wahr, Cash? Kass? Kess? Auf Wiedersehen, Ministerin. Dass ihr es wisst, ich verfüge über beste Beziehungen und Wir helfen Beziehungen euch nichts. Wir wissen, was ihr getrieben habt. Was meint ihr damit? Ihr könnt gar nicht Zeugin des angeblichen Treffens mit Scarlett gewesen sein. Ihr wart an dem Tag ja mit Interessenvertretern zugange. Interessenvertreter? Was redet ihr da? Sagen wir es, wie es war. Ihr habt gespielt mit ein paar Vagabunden. Seid doch leise! Das ist eine haltlose Anschuldigung. Ist das wahr, Ministerin Estelle? Vielleicht sollten wir beide uns unter vier Augen unterhalten und das alles aufklären. Folgt meinen Wachen. Ich bin gleich bei euch. Das nehme ich schon. Danke. Gräfin Anise, wir danken für die Einladung zu eurem Fest. Es war ein unterhaltsamer und nutzbringender Abend. Niemand freut sich mehr, dass ihr gekommen seid, als ich. Ihr müsst müde sein nach all den gesellschaftlichen Plänkeleien und Gemeinheiten. Jetzt, da diese unschöne Geschichte erledigt ist, bin ich recht sicher, dass Königin Jenna eurem Gipfel beiwohnt. Ministerin Estelle wird bald einsehen, dass sie besser mit mir kooperiert, als wegen Verrats im Kerker zu schmoren. Ich könnte sie noch brauchen. Im Übrigen hoffe ich, ihr bleibt und reist mit dem Gefolge der Königin Kaschmir. Ihr meint mit der Königin zum Gipfel reisen? Es wäre mir eine Ehre. Ja, das hielte ich für das Beste. Ihr hättet dabei natürlich Zeit, die Geschichte eures Vaters in allen Einzelheiten zu schildern. Oh, ich glaube nicht, dass die Königin Interesse hätte an... Unsinn. Geht jetzt. Sagt meinen Gästen etwas Nettes und genießt den Rest des Abends. Ihr müsst viel öfter zu Besuch kommen. Ohne euch wäre dieses Fest längst nicht so vergnüglich gewesen. Die Königin ist euch überaus dankbar und nun kann sie auch an eurer Zusammenkunft teilnehmen. Ich werde ebenfalls dort sein, wenn auch inkognito. Was für wunderbare Neuigkeiten. Ich weiß eure Unterstützung zu schätzen, Gräfin. Falls ihr keine Einwände habt, werde ich meine geschätzte Kaschmir für ein Weilchen an meiner Seite behalten. Wir haben viel zu bereden, nicht wahr, meine Liebe? Eine letzte Frage. Wenn ihr von Estelles Schuld wusstet, wieso habt ihr ihr dann nichts gesagt? Ich stehe der Königin einfach viel zu nah, als dass man meinen Aussagen ohne weitere Unterstützung Gehör schenken würde. Ich hätte viel zu verlieren, wenn unsere liebe Jenna im Kerker landete. Das wissen die Minister natürlich und da seid ihr ins Spiel gekommen. Ich verstehe. Nun, ich werde euch nicht weiter aufhalten. Bis demnächst. Darf es ein Häppchen sein? So. Und das war's. Und das war's. Danke fürs Zusehen. Sehr schön. Wie mein Charakter das auch noch schön überleitete. So, was machen wir noch? Andere Frage, wie lange machen wir? Also ich bin spätestens um 11 weg. Ich ertrage meine Arbeit nicht mehr. Er trägt seine Arbeit nicht mehr. So, wir kommen zurück. Dann können wir noch eine Folge machen. So, das ist das nächste hier. Trockenkuppe. Okay. Bam, 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 bam. Timmy hat geschrieben: Hallo, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Ich würde euch normalerweise fragen, welche ihr zuerst hören wollt, aber nun ja, dies ist ein Brief, also schreibe ich zuerst von den guten Nachrichten. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, funktioniert mein VR, Wegmagen-Rekalibrator, einfach fabelhaft. Ich behalte das Netzwerk der Wegmagen im Auge und während der Reparaturarbeiten durch die Arbeiter greifen die Ranken mich nicht mehr an. Tja,
Habe ich schon erwähnt, dass ich genial bin? Jetzt zu den schlechten Nachrichten. Es geht um Flund. Das überrascht euch nicht wirklich, oder? Er besteht darauf, dass ich ihm den VR persönlich vorführe. Es ist nicht ganz so, als könne er nicht glauben, dass mein Gerät diese Veränderung bewirkt hat. Ich fürchte, er sucht nur nach einem Weg, sich vor der Zusammenkunft zu drücken. Könnt ihr kommen und mir helfen? Vielleicht müssen wir ihnen eine Tracht Prügel verpassen oder sowas in der Art. Wenn ihr überall hinreist, ja, dass wir Flund zusammenschlagen. Aus der Stadt hinaus wäre schön. Im Ernst, wohin würdet ihr gehen? Angenommen die Straßen und Flüsse. Oh, toll. Kann die sich eigentlich von diesen scheiß zur Höhle wegbewegen? Oder kann die zumindest eine Wegmarke da unten hinstellen, damit man leichter dahin kommt? Ich muss mit dem Auto jedes Mal 50 Kilometer fahren, um dahin zu kommen. Geil, super, ich sehe nichts mehr. Wie heierlich. Übrigens, das Artwork, ne, in der Ladezone war ganz schön hässlich. Hä? Legende Sandriese. Mann, ey, hier ist so viel Sand, sogar die Schrift führt, vor der Schrift verschwindet. Kann jemand kurz helfen, muss drei Verbündete retzen. Während... Was ist retzen? Gegner besiegen? Wiederbeleben. Achso. Retzen? Ja. Heißt es nicht respawnen? Ach, was ist aus der heutigen Welt geworden? Früher hatte man eine tolle Sprache, nicht wahr, Mario? Hä? Was willst du von mir? Keine Ahnung. Ich brauche Bestätigung. Kriegst du ja, nicht. Mike. Verräter Mark. Darfst dein Ego nicht aufblähen. So, ich bin gleich da. Oh ja, es sieht schon viel besser aus hier. Die Erde von Guild Wars sieht aus wie ein schwarzer Käse. Taimi ist direkt vor uns, aber ich würde mich beeilen. Die asurischen Vertreter werden ungeduldig. Die asurischen Vertreter können mich mal. Excelsior. Meine Crew-Kameraden in Ratasum überwachen das Wegmarkennetz. Sie sagen, euer Gerät beeinflusst Wegmarken, nicht Leylinien. Warum? Seht ihr das nicht? Ich habe die Wegmarken so eingestellt, dass sie den Magiefluss gleichmäßiger verarbeiten. Ich will es mal ganz simpel formulieren für euch. Mein Gerät kommuniziert mit den Wegmarken und registriert die Magiefluktuationskapazität in Loco. Mit einem von mir entwickelten, komplizierten Algorithmus kalkuliert es die zur Aufrechterhaltung der Wegmarke erforderliche Minimalfrequenz. Dann justiert es die Wegmarke entsprechend. Ja, sehr kompliziert. Unsere Messwerte sind ohne weitere Informationen uneindeutig. Zeigt uns die Funktionsweise. Sofort! Sprechen mit Taimi. Das ist nicht Teil. Nee, aber ich wollte ihn gerne aufs Bild haben, weil er so hässlich ist. Und ich baue für euch ein gutes Thumbnail. Es ist... Warte mal, das wird... Genau so. Das schnibbel ich nachher zusammen.
Wie ich sehe, habt ihr meine Nachricht erhalten. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Hoffentlich habt ihr ein paar Waffen mitgebracht. Seid ihr in der Lage, das Netzwerk der Wegmarken zu beschützen? Ja, es hat funktioniert, wie vorher gesagt. Meine Geräte rekalibriert die Wegmarke in ganz Tyria und bringt sie dazu, auf einer niedrigeren Frequenz zu vibrieren. So wie Spinnen scheinen auch Modrim von den Vibrationen des Netzes angezogen zu werden. Bei weniger Vibrationen verlieren die Modrim das Interesse. Scheint so, aber aus irgendeinem Grund bittet Flund noch immer um eine Vorführung. Ich denke, wir werden mal all meine Geheimnisse kommen. Nun gut. Gibt den Mini-Wegmarken mehr Energie, damit die Veränderung offensichtlich wird. Ich kann den Zufluss der Leylinienmagie zu ihnen erhöhen, um ihre Vibration zu verstärken. Damit werden sie fast so mächtig wie eine echte Wegmarke. Bereit, wenn ihr seid. Was tuschelt ihr denn da drüben? Wir überlegen, wie man die Funktion demonstrieren könnte. Ihr werdet bemerken, dass die Kammer eine Anzahl wegmarkenartiger Objekte aufweist. Wir zeigen euch, wie es funktioniert. Als Miniatur... Seht ihr, es ist so simpel, dass selbst ein Simpel es kann. Fangt an, Graham. Nee. Mich legt ihr nicht nochmal rein. Hey, Boss, übernehmt ihr das mal. Ja, was soll ich? Nutzt damit. Da ist eine aktive Wegmarke. Also, eine klitzekleine. Übernehmt die Steuerung des Rekalibrators. Okay. Mach ich, würde weggehen. Toll. Jetzt zielt auf die Wegmarke und feuert, bis ihre Energie futsch ist. Überprüft eure Messwerte, Crew. Feuer! Es funktioniert. Weiter so. Ich will mehr sehen. Toll. Sie sind hin und weg. Bringt mir Nachschub. Wirklich beeindruckende Arbeit für jemand so jung. War nicht meine Schuld. Ich war's nicht. Ihr habt recht, Heimi, da kommen Mordrim auf uns zu. Ups. Ich war's auch nicht. Gut, zu mir. Spürt die Wut. Was haben Mordrim hier zu suchen? Ja, das kommt davon, wenn man das über... Ich fühle mich gut. Überkalibriert. Die so verrückt macht. Erfrischend. Ups. Fetter Brummer im Anmarsch. Und der will nicht nur spielen. Das war noch nicht alles. Er absorbiert die Leylinienenergie. Schnell, er darf nicht mehr davon bekommen. Ich muss das Ding einsetzen. Ja, ich weiß. Schaden anzurichten. Ich glaube, ich kann sie. Ja, diese Ranke wehrt sich nicht.
also haben wir ein paar Kämpfe hier noch vor uns. Der Mordmann ist wieder da, um sich mehr Leylinien-Energie zu holen. Los, schwingt euch auf den Rekalibrator. Na schön, übernehmt ihr das. Je mehr Energie er bekommt, desto mächtiger ist er beim Angriff. Hier, schütz mich, schütz mich, beschütz mich. Beschütz mich, beschütz mich, beschütz mich. Ich sorge dafür, dass er nicht zu Schlag zuhaut für euch. Ach, da hinten. Den konnte ich gar nicht sehen. Kann ihr den mal wegbewegen? Ich kann die Wegmarke nicht sehen. Dann. Gut, hat sie erledigt. Sind Tod-Attacke auf alle. Wo ist der Rest von euch? Kann ich hervorkommen? Seid ihr euch sicher? Also, wäre absolut sicher, dass da keiner mehr kommt? Ich bin mir sicher, dass der Große war der letzte von ihnen. Nun, ja, der Große, wie ihr es so schön ausgedrückt habt, hat vielleicht noch Freunde. Es kommen nicht noch mehr. Wir haben alle Wegmangel vor Karriere kalibriert. Wie ihr also sehen könnt, Ratsmitglied Flund, wird mein Gerät das gesamte Wegmarkennetzwerk retten. Ihr könnt mir sowohl jetzt als auch später danken. Verlief diese Vorführung zu eurer Zufriedenheit? Die Wegmarken sind gesichert. Wunderbar. Werdet ihr also zum Gipfel im Hain kommen? Nicht so hastig, mein muskulöser Freund. Angesichts der Neuentwicklung hätte ich einige zusätzliche Bedingungen. Was? Ihr seid... Schweigt! Tiny, als Mündel des Synergetik-Kollegs von Ratasum, seid ihr zur Herausgabe aller Erfindungen zu Studien- und Dokumentationszwecken verpflichtet. Hiermit erkläre ich mich zum Eigentümer dieses Wegmarken-Rekalibrators. Ich behalte ihn bis zu eurem Abschluss in Gewahrsam. Nein! Ich habe ihn gebaut in meiner Freizeit, außerhalb Ratasums. Irrelevant. Gebt ihn her, wie es sich für braven Nachwuchs gehört. Wir sehen uns beim Gipfel. Nein! Den nehmt ihr mir nicht weg. Tiny, nein! Ihr wollt euch doch nicht euren Vorgesetzten widersetzen, oder? Irgendwas ging heraus. Ganz ruhig. Ich hab's doch gesagt. Er gehört mir. Ja. Crew, verfolgt die Delinquenten. Die soll es mir geben. Tiny. Geil, toll. Ja gut, ich nutze die Wegmarke. Ist bestimmt toll. Da geht sie hin. Ich schwöre, die Kleine bringt mich noch ins Grab. Ich wette, sie will tiefer in die Wüste. Und das bedeutet, entweder sie hat bereits Ärger oder sie kriegt bald welche. Gehen wir. Oha. So, verfolgt Hermes Weg außerhalb des Leylinienknotens.
ja sehr interessant. Das können wir auch beim nächsten Mal machen. Dann haben wir nämlich jetzt. Wir haben nämlich jetzt eigentlich. Was können wir beim nächsten Mal machen? Aber ich bin jetzt auch weg. Aua, ich werde geschlagen. Jo, ne, dann würde ich nämlich auch sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Na, passt sich gut, das sind nämlich wieder 8 Folgen, wie immer. So, und bye. Was eigentlich bei einer Doppelfolgenaufstellung nicht gerade 2 Wochen sind. Und wenn ich mir das so ansehe, machen wir Negativfolgen. Das heißt, wir haben ich habe hier noch 2 Sessions, die 11 Folgen lang sind. Bedeutet, dass Guild Wars über kurz oder lang wieder eine Folge pro Woche geben wird. Irgendwann. Das war nicht verkehrt, oder? Ja, eine Doppelfolge. Wie bitte? Meinst du nicht pro Tag? Ich hab pro Woche gesagt, ne? Achso. Das ist ein bisschen extrem. Ja, aber das ist eine Riesenreihe auf jeden Fall. Ich versuch's ja mit Fallout 4 ja schon eigentlich mal hinzukriegen. Allerdings ist das ein Haufen Arbeit. Ja. Aber ist das denn ja auch mit so Doppelfolgen lassen, die sich dann gegenseitig Konkurrenz machen für den Zuschauern und dann weniger geguckt werden? Glaube ich eher nicht. Eher machen die anderen Let's Plays sich untereinander Konkurrenz. Weil YouTube maximal 3 Benachrichtigungen raushaut. Da Guild Wars allerdings auf Platz 2 steht und davor nur Borderlands veröffentlicht wird, kriegt man eigentlich als E-Mail, das habe ich heute gesehen, Borderlands, Guild Wars. Das, was nicht angezeigt wird, ist XCOM. Und ich hätte ja gedacht, dass die Leute, wenn die eine Folge gucken, nicht unbedingt noch Bock haben, den zweiten zu gucken und dann. Warum nicht? Wenn ich ein Lieblings-Let's Play schaue, könnte ich nicht genug kriegen. So sehe ich das zumindest. Ja. Wenn man Zeit hat, ja. Ich habe neben Arbeit genug Zeit zum Aufnehmen noch nebenbei. Gut. Dubidum. Ja. Würde ich auch sagen, das war ein Guild Wars. Nächster Stream übrigens nächste Woche um 20 Uhr. Voraussichtlich 20 Uhr. Voraussichtlich, ja. Bringt Popcorn mit und irgendwas. Irgendwas, was euch Zeit gibt. So, dann verabschiede ich mich von euch. Tschüss. Tschüss. Hau mal gut. Gute Nacht. Gute Nacht. So. Und dann bin ich auch raus aus dem Discord. Die Hälfte direkt ausgelockt. Ja. Und alle weiteren Folgen findet ihr dann auf YouTube. So wie den gesamten Stream uncut. Danke fürs Zusehen und gute Nacht und schönes Wochenende und bis dann. Bye, bye.